Energie Cottbus im Angriff über die starke linke Seite. Die starke linke Seite. Da ist jetzt Schalthauer da. Schalthauer steht am 16er. Schalthauer spielt. Da steht Kruse. Geißler. Wunderschönes Intro auf jeden Fall. Herzlich willkommen hier bei Energie FM, dem Fanradio von Fans für Fans. Und der Frank, der den weiten Weg in den Spreewald in meine Wohnung ja auf sich genommen hat, der macht heute mal mit mir kein Fanradio, sondern mal einen Podcast von Fans für Fans. Frank, ich heiße dich herzlich willkommen in meiner Wohnung. Und ja, ich freue mich auf die nächste, ich weiß nicht, Stunde, zwei Stunden, je nachdem. Ich habe auf jeden Fall Lust, hier über Energie Cottbus zu reden. Ja, ich natürlich auch. Hallo erstmal in die Runde da draußen, alle, die uns zuhören, unser Gesabbel. Ja, Energie Cottbus, erfolgreiches Jahr, erfolgreiche Hinrunde und ihr werdet jetzt hören, was wir dazu zu sagen haben. Ja, ob die Hinrunde so erfolgreich war, das klären wir alles noch im Laufe des ja. Podcasts. Das steht auf jeden Fall auf unserem Zettel. Wir wollen uns natürlich, ich meine, die heute zuhören oder die das Video anklicken auf YouTube, die kennen uns natürlich. Aber ja, wie gesagt, wir sind das Fanradio von Energie Cottbus und der Frank und ich, ja, wie soll man sagen, wir telefonieren des Öfteren mal. Und Frank, das nicht gerade kurz, also wenn wir mal telefonieren, dann kommen da schon ordentliche Gespräche bei rum. Und ja, das war für mich so ja immer der Anstoßpunkt. Weißt du was, wir nehmen das einfach mal auf und laden das hoch. Es gibt bestimmt genug Leute, die sich das anhören wollen und da sind wir. Also ich könnte jetzt gehässig sein und sagen, ich glaube, ich telefoniere mit dir öfter und länger als mit meiner Freundin, aber dafür sehe ich meine Freundin öfter. Das muss ich gleich dazu sagen. Ja. Liebe Conny, sei du lieb gegrüßt und keine Bange. Ich telefoniere zwar oft mit dem Nico, dann sagt sich immer, na, telefonierst du wieder mit der Zweitfrau? Sage ich, nein, der Nico ist diesmal dran. Ja. Und ja, und dann, ja, wie kamst du drauf, Podcast? Dann sagst du, okay, lass uns Podcast draus machen. Ja. Also ich muss ja sagen, ich höre verdammt viel Podcast, gerade wenn ich FIFA spiele, gerade am Wochenende, der ein oder andere FIFA-Spieler kennt das vielleicht, ne? Weekend League, viel FIFA-Spiele und ich mache alles beim FIFA-Spielen, außer die Kommentatoren von FIFA mir anzuhören, weil wenn ich verliere, dann nerven die noch mehr und da lässt man Podcasts im Hintergrund laufen. Ich glaube, du hast auch mal einen Podcast auf Energie FM geteilt über Nils Petersen, ja, der Phrasenmäher, den habe ich auch auf jeden Fall hoch und runter gehört, dann gibt es von Fums einen, Fums und Grätsch. Und da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, okay, wenn wir beide jetzt einen Podcast machen, wer soll sich das anhören? Und dann dachte ich, naja, also Leute wie ich, die auch so gerne sich über Fußball austauschen. Ich meine, alleine Doppelpass, das ist ja nichts anderes als ein Podcast, der halt noch im Fernsehen kommt, wo Kameras laufen, aber die machen auch nichts anderes als über Fußball quatschen. Also das ist dann die zweite Stufe. Also quasi, wir fangen mal mit dem Podcast an und wenn wir dann bei Energie TV sind, dann machen wir das auch. Den Doppelpass bei einer GFM. Richtig, dann sitzen wir auch bequemer und haben auch hier ein bisschen besseres Catering anstatt hier Mineralwasser. Aber ja, so kam die Idee. Hat denn Lübbenau eine Biersorte? Da machen wir Lübbenau. Wir haben Babenbier, Lübbenauer Babenbier tatsächlich. Babenbier Doppelpass heute live aus Lübbenau. Ich weiß nicht, ob Doppelpass vielleicht patentiert ist. Vielleicht sind wir dann der Dreierpack. Passt doch genau, besser. Der Dreierpack, genau, so, richtig, ne? Richtig. Wenn wir dann wieder absteigen, ist es die Cottbuser Viererkette. Nein, Spaß. Das zu uns. Ich denke, die Leute, die uns jetzt noch nicht kannten, die haben jetzt so ein grobes Bild, wer wir sind und warum wir das hier machen. Wir wollen uns und euch natürlich auch die Wartezeit ein bisschen verkürzen. Ne? Natürlich. Jetzt Winterzeit ist ja auch mal ein bisschen blöd. Man hat hier und da ein Testspiel. Ja. Und da bietet sich's natürlich an, für so zwei Labertaschen wie uns ein bisschen über Fußball zu quatschen. Obwohl, wenn man ganz ehrlich sind, es ist eigentlich eine kurze Winterpause. Weißt du eigentlich den Grund? WM, EM steht doch gar nicht an. Weiß nicht, ob man da jetzt schon vorzieht für die WM in Katar. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man da jetzt schon vorzieht, weil wir wissen ja alle, dass die WM irgendwann im Winter ist. Muss man gucken. Ich war auch überrascht, weil ich glaube, erstes Testspiel von Cottbus ja dann schon Sparta, glaube ich. Ja, am 12. Und das ist ja schon ziemlich da früh. Da müsst ihr alle kommen übrigens, weil das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich denke mal, da gehen wir nachher nochmal mit Nico drauf ein. Auf jeden Fall. Ist vielleicht das wichtigere Spiel als jedes Drittligaspiel. Und warum, wieso, weshalb, werden wir euch dann auch, hoffentlich auch noch voll auf die Ohren packen. Auf jeden Fall. Aber bevor wir dazu kommen, das ist ja alles noch ein bisschen Zukunft. Wir wollen natürlich erstmal das zurückgucken. Genau, das arbeiten, was passiert ist. Und zwar, ja, wir wollen die Hinrunde auswerten. Wir könnten natürlich auch das ganze Kalenderjahr auswerten, nochmal mit dem Aufstieg und so. Aber das würde den Rahmen sprengen. Das hätte vielleicht seinen eigenen Podcast nach der Saison gebraucht. Aber dafür sind wir heute nicht hier. Auf meinem Zettel steht, ja, sind wir denn in Liga 3 angekommen? Wir als Energie Cottbus, ich finde, wir sind super gestartet, besser als ich es jeder hätte vorstellen können. Platz 1? Platz 1, glaube ich, sogar schon nach dem dritten Spieltag immer noch.
völlig überraschend, wie wir da gespielt haben. Ja, und jetzt so nach einer Hinrunde plus einem Spiel stehen wir auf dem 14. Tabellenplatz. Ja, ist Cottbus angekommen. Ist immer so, mal so, möchte ich sagen. Also es gibt Spiele, wo man denkt, jetzt, aber jetzt geht's los. Und dann, ja, verliert man zu Hause gegen Braunschweig beispielsweise. Es ist immer so ein... Ja, und, ja. So ein Auf und Ab. Aber ich würde sagen, ist Cottbus angekommen? Fragezeichen, ja, Ausrufezeichen. Weil, hat zwei verschiedene Gründe. Punkt Nummer eins, wir haben in 20 Spieltagen nie unter dem Strich gestanden. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Also es war nicht so wie Lotte, die ewig lange unten gesessen haben und dann, sag ich mal, irgendwie die Kurve noch gekriegt haben. Und ich bin auch felsenfest überzeugt, dass Braunschweig noch die Kurve bekommt. Hat auch 1-1 jetzt von Karlsruhe, hat bei uns den Hype mit den zweiten Sieg geholt. Also die sind auch dran und Braunschweig wird sich fangen. Und aber wir haben in 20 Spieltagen nicht einmal unter dem Strich gestanden und wir hoffen natürlich, dass es am 38. Spieltag auch so bleibt. Also ganz klares Ja. Zweiter Grund ist, wir müssen uns die Mannschaft anschauen und ich denke mal, zur Mannschaft kommen wir noch, aber nur das vorweg, ja, es sind zwei Drittel, Nico, die, wo du sagen kannst, die haben noch nie Dritte Liga gespielt oder die haben nie höher als Dritte Liga gespielt. Und was haben wir für Neuzugänge? Da kommen wir bestimmt auch noch dazu. Also ganz klar, Daumen nach oben, wir sind in der Dritten Liga angekommen. Aber, jetzt kommt vielleicht das Aber, wir können keine Drittligaspiele punkten oder gewinnen oder unentschieden spielen, wo du nur 80% gibst, wo du zu wenig machst. Du musst immer 120%, glaube ich, gehen. Ja, das hat man auch oft genug gesehen. Wir hatten ja nur auch einige Spiele, wo wir mal eine Halbzeit gut gespielt haben. Da haben wir dann aber kein Tor gemacht und dann in der anderen Halbzeit, ja, da lief es dann nicht mehr so gut und dann kriegst du die Hucke voll oder so. Genau, so ist es. Wie oft haben wir, glaube ich, in der letzten Sekunde noch gerade so den Ausgleich gemacht? Ich glaube, das war Aalen, wo Rangelhoff am Ende einköpft, unter Haching am Ende. Und ja, Lotte, da haben wir gerade drüber geredet. Ja, genau. Das sind halt so Spiele, wo du in der zweiten Halbzeit komischerweise immer nach Rückständen gemerkt hast, okay, jetzt kommen sie nochmal, ist wahrscheinlich unerklärlich, wie da das Momentum hin und her springt, aber da sieht man dann, dass es geht. Und dann sieht man aber auch manchmal, wo noch die ein oder anderen Baustellen sind, beziehungsweise, wie gesagt, oder wie jeder auch weiß, wir haben einfach auch unfassbares Verletzungspech. Ne? Ja, natürlich. Also das ist überhaupt keine Frage. Aber ich will nochmal den Faden aufnehmen, weil du gesagt hast, wir haben auch in den letzten Minuten immer den Ausgleich geschossen. Oder auch manchmal das Siegtor, das weiß man ja nicht. Aber ich glaube, wenn man der Truppe alles absprechen könnte, eins kann man nicht, den Willen. Also sie Nein, will. Auf keinen Fall. Ich hatte, wo wir eine kleine Niederlagenserie gestartet hatten, war ich so der Meinung, sie wirkte stets bemüht. Das ist zwar bloß eine 4, aber sie will. Sie versucht es. Dass es vielleicht dann spielerisch nicht reicht, limitiert ist, dass es ein großer Lernprozess ist, wie das ja Pille Wollitz gesagt hat. Ich glaube, das wissen wir alle. Und darum immer noch Daumen hoch. Wir sind in der dritten Liga angekommen, aber wir müssen 120% gehen und wir müssen das, was ja Pille Wollitz, du bist ja auch ein fleißiger PK-Gucker, was der auch immer sagt, wir müssen bis an die Grenzen gehen, vielleicht darüber hinaus, wir müssen mehr laufen und ja, also wir haben es noch nicht drauf, mit 80% ins Spiel zu gehen und dann der Meinung sein, wir spielen das jetzt runter, wie wir das vielleicht in der Regionalliga gemacht haben. Ja, da hat das sicherlich gereicht, ne? Da konntest du auch mit 80% Ballbesitz pro Spiel, irgendwann hast du deine Chance bekommen und dann hattest du da auch die Qualität, ständig Tore zu schießen und was du vorhin gesagt hast, gebe ich dir auch auf jeden Fall recht. Also das unterscheidet auch die Mannschaft, mit der wir damals aus der dritten Liga abgestiegen sind. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass wir nicht absteigen, weil mit der Mannschaft damals, die hat einfach, selbst wenn sie verloren hat, nicht 100% gegeben. Das richtig. Hast du richtig gesehen. Ja. Und ich will zum Beispiel der Mannschaft jetzt nicht abschreiben, wenn sie zu Hause gegen Braunschweig verlieren. Du hast ja gesehen, klar war es schwer zu kommentieren, aber du kannst nicht sagen, die haben sich nicht Mühe gegeben. Das war dann halt auch ein gebrauchter Tag. Ja, natürlich. Und im nächsten Spiel hast du dann halt gegen Rostock gewonnen und die Wunden zumindest etwas, beziehungsweise schon sehr geheilt, kann man sagen. Ja. Und ja, ich habe es auch in der Reportage gesagt, ich durfte ja mit Ulf das Ganze kommentieren gegen Braunschweig. Da wurde auch von den Rängen gesungen, wir wollen euch kämpfen sehen. Du konntest der Mannschaft den Kampfgeist nicht abstreiten. Nein, das war völliger Quatsch. Ja. Aber ja, wenn dann halt ein Fehlpass nach dem anderen kommt, die Mannschaft zwar ackert und ackert, aber so, wenn du das vorne, wenn du vorne das Tor nicht machst, ja. dann sieht es halt blöd aus, auch wenn du alles probiert hast. Zumal Braunschweig das dann auch gut verwertet hat. Und wir haben ja das Siegtor selber geschossen. Obwohl er dahinter natürlich stand und eingeschoben hat, aber wie gesagt, es war ja ein Eigentor, davon ja, abgesehen. Ja, gut. aber ich will noch mal schnell auf was anderes einkommen, was mich jetzt, ja, und zwar, wir
musst du auch überlegen, gegen, ich bin der Meinung, wir haben, glaube ich, 6 Siege jetzt eingefahren. Und da muss man ja mal gucken, gegen wen wir diese 6 Siege überhaupt eingefahren haben. Ich glaube, da sind mindestens 3 Siege dabei, die keiner auf der Rechnung hatte. Wer hätte gedacht, dass wir Hansa Rostock 6 Punkte aus 2 Spielen entführen? Wer hätte gedacht, dass wir in Wiesbaden gewinnen und dann auch in Kaiserslautern? Also das sind so eine Spiele, wo man eigentlich keinen Pfifferling auf Cottbus gewettet hat und verkackt dann vielleicht so eine Spiele, wo vielleicht dann Meppen dabei ist, wo dann vielleicht Braunschweig dabei ist. Dann ist es vielleicht doch wieder eine Kopffrage oder ich weiß es nicht. Ich sag mal so, bei Hansa Rostock waren jetzt 20.000, bei Kaiserslautern waren vielleicht, ich weiß nicht, ich habe es vergessen, vielleicht 18.000 oder nee, 34 sogar war, glaube ich, in Kaiserslautern. Sehr voll, ja, war ja, auf jeden Fall viel. Also wie gesagt, die Sache ist, wir fahren ja Siege ein gegen Mannschaften, wo du es dann nicht erwartest und lässt dann Punkte liegen gegen Mannschaften, wo du denkst, die müssten eigentlich auf Augenhöhe sein. Zeigt vielleicht aber auch, wie eng das in der dritten Liga alles noch zusammen ist. Also da, wie gesagt, da kann jeder gegen jeden gewinnen. Und das ist in der dritten Liga nicht mal eine Phrase, das ist einfach so. Also wer da teilweise wen besiegt hat, da staunt man immer wieder. Und bei Cottbus war es ja dasselbe. Wer hätte denn gegen Kaiserslautern noch nur irgendwas erwartet? Ja. Also mal ganz realistisch betrachtet, du hoffst natürlich immer, aber ja, dann stellst du halt die Fünferkette hinten rein, Kaiserslautern kommt damit überhaupt nicht zurecht. Nein. Und dann einmal konntest du die aus und ja, dann Holthaus findet Stein und der nickt den mit einer gebrochenen Nase ein und so gewinnst du da 2-0. Du bist wieder beim Kampfschwein. Ja, absolut und so geht's halt in der dritten Liga. Manchmal musst du dann auch so Spiele gewinnen. Auch wenn die Kaiserslautern-Spieler damit ja nicht ganz so glücklich waren. Da waren ja einige Interviews nach dem Spiel, die da ja klar auch ihre eigene Leistung kritisiert haben, aber auch die Cottbuser kritisiert haben. Ja, klar, schön gewinnen ist natürlich immer angenehmer, aber ich gewinne auch mal so ein dreckiges Spiel. Das musst du in der dritten Liga mitnehmen. Da braucht man sich für nichts entschuldigen oder rausreden. Am Ende müssen die 3 Punkte auf dem Papier stehen. Richtig. Da fragt am Ende halt keiner nach. Ich dresche schon wieder so viele Phrasen hier. Da fragt am Ende das Phrasenschwein vergessen, aber ich sehe hier einen Pinguin. Da musst du was ins Pinguin schmeißen. Pinguin? Ja. Okay, ich hole gleich die Geldbörse raus. So, was hast du denn noch auf deiner Liste? Ja, also wie gesagt, wir wollten ja jetzt drüber reden. Ich glaube, damit kann man das auch abhaken, wie Cottbus denn angekommen ist in der dritten Liga. Ja, du hattest aber mich generell gefragt. Hattest du gesagt auch ja? Du hast es unterschrieben. Ich könnte da, glaube ich, jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden. Ich würde erstmal sagen, ja, ist auch immer die Frage, wenn man die Spieler einzeln betrachtet. Es gibt Spieler, wo man sagt, okay, die bringen jetzt konstanter ihre Leistung. Ja, und manche Spieler sind halt Tagesform abhängig. Aber da reden wir ja auch gleich noch drüber. Erstmal, wir als Fanradio, sind wir denn in der dritten Liga angekommen? Ist ja nur für uns auch oder für viele was Neues, für mich zumindest, weil es ist schon was anderes, ob du nur am Wochenende nach Erfurt fährst oder nach Unterhaching, sage ich jetzt mal, allein von der Logistik her, dass du wieder weitere Wege auf dich nehmen musst. Da würde ich auch gerne noch mal kurz ein paar Worte verlieren, weil für mich war das dann schon was anderes. Da fährst du dann halt mal, ja, um 11 Uhr, weiß ich, nach Münster an einem Freitag, damit du rechtzeitig im Stadion bist, schon was anderes als in der dritten Liga. Zumal du die dritte Liga ja noch kanntest, glaube ich, wo ihr angefangen habt damals. Ja, wo wir damals angefangen haben. Muss ich dazu sagen, wir haben ja damals 2014 angefangen, dritte Liga, und wir haben ja fast alles, sage ich mal, ja, aus Cottbus ausgestartet, nicht? Wir sind ja dann von Cottbus, wie du gesagt hast, ja auch quer durch Deutschland gefahren. Mittlerweile haben wir ja ein paar Moderatoren outgesourced in den Westen, in den Osten, im Osten sind wir natürlich im Westen, aber im Süden. Im Norden fehlt uns noch einer. Vielleicht kann sich da auch noch einer melden, der der Meinung ist. Nico, willst du nicht nach Norden ziehen? Husum ist auch eine schöne Ecke, glaube ich. Nordsee, nee. Ich war in Rostock. Okay, es war okay da, aber... Wohnen möchtest du denn nicht? Kein Kommentar. Sonst muss ich ganz ehrlich sagen, läuft es besser. Wir waren ja, also wie gesagt, 2014, 2015, die dritte Liga, waren wir auch im Findungsprozess. Mit der Technik hatten wir am Anfang ja sehr, sehr große Probleme auch. Hat sich alles relativ eingespielt. Wobei ich dazu sagen muss, die weiten Anfahrtswege, wenn es einen Grund gegeben hätte, warum ich gerne in der Regionalliga bleiben würde, dann sind es wirklich die kurzen Anfahrtswege, weil ich sag mal, du hast ja innerhalb, ich glaube, Schönberg war, glaube ich, am weitesten weg, aber der Rest, sag ich mal, das war ja alles in 2-3 Stunden fast abzufrühstücken. Aber Neugersdorf war auch noch eine ganz schöne Strecke. Für dich? Für mich. Ja gut, muss man ja dazu sagen. Ich komme ja jetzt nicht gerade aus Cottbus, sind ein paar Kilometer Unterschied, aber viele Fans fahren ja auch mit dem Zug und ich glaube, da war Neugersdorf so ziemlich schmerzhafte, was man mit dem Zug mitnehmen konnte. Schönberg war auch blöd.
Flut nach Neustrelitz bist du hier und da mal gekommen. Ja. Gut. Ja, aber darüber will ich auch gar nicht mehr so richtig nachdenken. Da ich ja mittlerweile in Sachsen wohne, kamen mir die sächsischen Vereine, ja, die sind mir alle entgegengekommen. Das ist natürlich ein Vorteil für dich gewesen und ich glaube, wir beide haben auch damals in der letzten Regionalliga-Saison so ziemlich viele Spiele kommentiert. Ja. Also wir waren auf jeden Fall immer gut dabei, gerade auch am Wochenende, wenn es dann mal nach Berlin ging oder weiß ich wohin. Das war natürlich für mich immer, ja, ideal, sag ich mal. Da waren wenig Spiele dabei, wo du dich mal gequält hast. Kann mich auch an kaum ein Spiel erinnern, wo ich dann nicht vor 18 Uhr zu Hause war, nachdem es vorbei ist. Das war, gebe ich dir recht, der einzige Vorteil der Regionalliga, aber grundsätzlich bin ich schon froh, dass wir jetzt noch mal andere Stadien mitnehmen. Und du siehst die Wand hier, Frank, ich meine Eintrittskartenwand ein bisschen erweitern. Ja, der Nico ist ein Eintrittskarten-Junkie, wie es aussieht. Ja, auf jeden immer ein Andenken für mich, auch die ganzen Pressekarten hängen hier an meiner Korkwand, die langsamer vergrößert werden müsste, aber in der dritten Liga sind dann die Eintrittskarten auch ein bisschen schöner als in der Regionalliga, wo der teilweise so. Keine Frage. Es ist halt, man muss aber so sagen, in der Regionalliga habe ich manchmal das Gefühl, da ist es familiärer. Ja, auf jeden Fall. Da kannst du wirklich mal, wenn du jetzt hinkommst und ich weiß in Fürstenwalde, ja, ihr müsst stehen. Okay, wo stehst denn du? Ja, puh, wir machen euch eine Tonne, da stellen wir euch hin und Kabelrolle, die müsst ihr dann mitbringen und am besten müsst ihr noch Tisch und Stühle, manche Landespokalspiele müssen wir Tisch und Stuhl ja mitbringen. Ja. Ihr habt es auf einen Fotos gesehen. Ist natürlich in der dritten Liga alles professioneller. Da machst du eine Presseanfrage, dann kriegst du deinen Presseplatz. Ist natürlich überhaupt keine Frage. Wobei das Familiäre ist auch manchmal gar nicht so verkehrt, aber ich glaube, es gibt kaum einen Energiefan, der nicht froh ist, dass wir in der dritten Liga sind und angekommen sind, um nochmal auf die Frage Nummer 1 zu kommen. Punkt und Ausrufezeichen dahinter. Also wir sind angekommen und ja, 14. Platz, wenn wir am Ende der Saison da stehen, dann ja, ist eigentlich alles so gekommen, wie es hätte laufen müssen. Also vielleicht, wenn der Kader dann ein bisschen fit ist. Ja, und dann weiß nicht, ob man dann schafft, den nächsten Schritt zu gehen. Also Pele Wollitz holt da ja immer schon gerne aus. Von wegen, ja, er möchte nochmal mit Cottbus in der zweiten Liga spielen. Uff, denke ich mir da immer. Ja, also natürlich. Ich weiß nicht, dritte Liga, ich finde die dritte Liga eigentlich voll in Ordnung. Also aber die dritte Liga ist eine pleite Liga, da machst du keinen Gewinn. Es geht nicht mehr um Sportliche, es geht ja bloß noch um Geld. Und dritte Liga ist eine pleite Liga. Dass du da raus musst, ja, verstehe ich, aber du schaffst es, glaube ich, nicht, wenn du das nicht ganz, 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 ganz langfristig planst. Also Rostock ist dieses Jahr zum Beispiel das Beispiel, nicht diese, waren, glaube ich, als einzige Mannschaft, die gemeint haben, wir müssen hoch. Ja. Und wo dümpeln die rum? Und also es ist schwierig. Gar nicht mal so weit hinter uns. Also gerade mit dem Sieg, den wir jetzt noch eingeholt haben, Rostock 27 Punkte, wir 23 Punkte. Ja, das sind vier Punkte. Also gut, wir spielen jetzt nicht mehr gegen Rostock. Es war ja ein schöner Aufbaugegner jetzt, die zwei Spiele Anfang der Saison. Und jetzt nochmal am Ende des Kalenderjahres die fünf Tore und die null Gegentore gegen Rostock, die haben wir natürlich mitbekommen oder mitgenommen. Aber ja, was dann? Was dann, Frank? Was dann, wenn wir hier ein gutes Jahr hinlegen? Ich weiß nicht, ob eventuell da noch ein Sponsor rangeholt werden kann, womit man dann vielleicht nochmal auch einen Spieler holt, der sind eventuell nochmal was ersten? Macht. Wollen wir jetzt über 12.01. reden? Nö, müssen wir nicht. So weit sind, da machen wir einen anderen Podcast. Das ist dann der große Transfer-Podcast, wenn wir dann Ronaldinho verpflichtet das haben. Das ganz wichtige Spiel, um eventuell neue Gelder zu regenerieren. Ach so, stimmt. Stimmt, ja. Glaubst du, da kommen viele Leute? Also jetzt, also ich kommentiere ja mit Martin, glaube ich. Zusammen, ich bin genau. auf jeden Fall da. Ja. Aber als zahlender Gast werde ich ja auch nicht gezählt. Ich weiß nicht, ob da, ich glaube, da kommen nicht mehr außer 2.000 oder so. Also wenn ich der Verein wäre, ich will ganz ehrlich sagen, ich würde 5.000 Freikarten verteilen, weil du musst die Bude voll haben, weil wir wissen alle, Sparta Prag, der Vereinsboss ist, glaube ich, der Chef von der LEAG und der LEAG hat ja hier tut hier ein bisschen was nebenbei. Ich weiß gar nicht, was die in Cottbus. Nein, Spaß beiseite. Natürlich wissen wir alles, was die LEAG hier in Cottbus macht und das vielleicht ein bisschen Geld dahin steckt. Und wir hoffen ja, dass es in Sparta Prag dann eine Kooperation gibt. Nicht nur, wie es jetzt schon ist, in dem Jugendbereich, wo ja die Jugendmannschaften regelmäßig gegeneinander spielen und auch ein bisschen Austausch stattfindet, sondern dass es vielleicht die ein oder andere tschechische Euro auch dann im Cottbuser Verein landet, um dann eventuell langfristig oder mittelfristig, wie Pele Wollitz sagt, den Sprung in die zweite Liga zu schaffen. Ja, wer kennt ihn nicht, den tschechischen Euro? Genau. Auf jeden Fall muss man gucken. Mit den Freikarten, ja, vielleicht könnte man auch die Ticketpreise einfach billiger machen. Vielleicht ist so ein Euroleague-Kandidat für einen Fünfer dann doch ein bisschen attraktiver für die Leute. Weiß ich nicht, stecke ich nicht drin. 10 Euro ist, glaube ich, nicht für den Sitzplatz. Ja. Ach, für den Sitzplatz, das ist in Ordnung. Also du hast, also ich glaube, die machen bloß die Ost auf. Okay. Und ich glaube, 10 ist dann für Sitzplatz. Gut.
Ja, und kann man mit leben, aber man darf halt nicht vergessen, es ist kalt, es wird im Januar stattfinden. Und ja, also theoretisch müsstest du eigentlich so viel Freikarten raushauen, damit wenigstens ein paar kommen. Und die müssen natürlich Stimmung machen. Das darf dann natürlich nicht so ein Kulissenpublikum sein, sondern die sollten schon Richtung Stimmung machen. Und dann müsste man das eventuell aufnehmen und dann müsste man das vielleicht zum Sparta-Boss mal schicken, weil der wird bestimmt persönlich nicht anwesend sein. Oder aber wir hauen die 5:0 weg. Dann sagt er, hä, wie kommt denn das, dass so eine Drittliga-Truppe ja, den Euroleague-Teilnehmer. Ja, Dreierpack Scheithauer und dann kaufen wir uns weg. Genau. Genau. So kann es gehen, so kann es gehen. Ja, muss man gucken. Ich freue mich drauf, wird mal eine neue Herausforderung. Cottbus ja dann auch wieder gegen Magdeburg in der Testspielphase, glaube ich. Weißt du schon wo? In Magdeburg? In Cottbus? Vielleicht spielen sie ja wieder auf irgendeinem Sportplatz, der dazwischen liegt. Bei TSG Löbenau habe ich, glaube ich, gehört, ist ein Platz frei, oder? Nee, Großbeuchow. Ja, TSG Löbenau. So, warum nicht? Das Stadion, passen genug Leute rein. Muss man gucken, was dort passiert. Ja, dann wollen wir das damit abhaken und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt auf meinem Zettel. Ich würde nämlich gerne, also ich habe es dir auch gesagt, aber so mal das Highlight der Hinrunde. Also es gab ja einige Auf und Abs und das schönste Auf, da würde ich einfach gerne nochmal ja, mit dir drüber reden und das nochmal so ein bisschen auswerten und breit treten, weil so ein paar Gänsehautmomente gab es ja auch schon in dieser Hinrunde. Für mich, ja, also auf jeden für Fall, alle, glaube ich. Natürlich, ja, überhaupt keine Frage. Wie gesagt, wir hatten es ja schon kurz angesprochen, die Siege gegen Mannschaften, wo wir eigentlich als Underdog angetreten sind, wo eigentlich, ja, selbst bei Beavin, glaube ich, oder bei den Sportwetten, man für einen Euro vielleicht einen Zehner hätte kriegen können oder einen Fünfer, ich weiß nicht. Ja, Highlight ist ein gutes Stichwort. Mein persönliches Highlight, ich habe lange überlegt, weil ich bin der Meinung, ein Highlight muss man live miterlebt haben, dann ist es auch ein Highlight. Ja. Und da ich diese Saison, muss ich ganz ehrlich bin, glaube ich, bis jetzt nur 10 Spiele mitgemacht habe, das 2:2 gegen Unterhaching, mein absolutes Highlight. Oh. Nicht nur, weil ich es auch mit kommentiert habe, bis dann das Mikro ausgefallen ist, so viel zum Thema, die Technik steht. Okay. Sondern alleine schon das 2:2, also wenn man das im Nachhinein nochmal sich das anschaut, das 2:2, und du siehst dann Stein wieder vom eigenen 16er, den Ball schnappt, nach vorne marschiert, dann nach rechts raus zu Scheithauer und dann aber nicht stehen bleibt, sondern er rennt definitiv bis zum gegnerischen 16er und haut das Ding rein. Ja, Gänsehaut pur. Und ich glaube, Last-Minute-Tore, die zu Punkten führen, machen sowieso mehr Spaß, glaube ich. Immer. Und dann noch zu Hause, nachdem du 2:0 gegen ein gutes Unterhaching an dem Tag zurückgelegen hast. Ich war echt begeistert. Ich war auch im Stadion, zwar auf der Westtribüne, aber unfassbare Leistung von Unterhaching, da haben die mir richtig gut gefallen. Ich hatte die vorher gar nicht so auf dem Zettel, bis ich gemerkt habe, die können ja ordentlich Fußball spielen. Ja. Und ja, da sind ja auch wunderbare Fotos entstanden von der Chrissy von Lichtpunkt oder von Steve da nach dem 2:2. Da muss man sich einfach mal die Gesichter von Mamba, Geißler oder Stanese, die da rundherum standen, angucken, wie viel Freude da war für dieses 2:2. Ja. Ja, ja. Also unfassbare Atmosphäre. Wäre auch eines meiner Highlights, aber ich habe noch ein paar andere, aber zu Unterhaching noch bei dem 2:2, wie gesagt, ich war auf der Westtribüne und das war auch gut, dass ich auf der Westtribüne war, weil ich bin bei dem 2:2 so hin und her gesprungen, dass ich tatsächlich mein Handy, dass es aus der Hosentasche geplumpst ist und ich es erst ja nach der Torhymne und nach dem üblichen Torschütze und Danke bitte von Benny erst dann wieder vom Boden kratzen konnte, es zum Glück noch funktioniert hatte, aber ich glaube, wenn das auf der Nordwand passiert wäre, ja, hätte ich meinem guten, lieben Handy auf Wiedersehen sagen können. Das wahrscheinlich doppelt so breit, aber auch doppelt so dünn wahrscheinlich. Richtig, richtig. Da hätte man nicht mehr viel machen können. Aber ja, und Haching war auf jeden Fall so das i-Tüpfelchen in der Anfangsphase. Danach ging es ja dann so, danach bist du ja dann erstmal in der Realität angekommen. War der Alltag dann? Das ja, war dann richtig, der Alltag, ja, ja. An dem man sich auch erstmal gewöhnen musste. Viele haben ja da dann schon gedacht, oh Mensch, jetzt geht's weiter. Durch. Ja, hoch bis in die Champions League. Genau. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ein gutes Highlight ist natürlich nur ein Unentschieden. Also meine Highlights sind aber tatsächlich auch eine Niederlage. Okay. Und zwar, so traurig es ist, das DFB-Pokalspiel wieder gegen Freiburg. Weiß nicht, ob man das jetzt zur Hinrunde dazuzählen kann. Ja, auf jeden aber Fall. Aber für mich war das allein an Atmosphäre, also immer wenn das Stadion voll ist und das Stadion mitgeht. Ich war ja mit den Pressekarten, die wir von Energie FM haben, mit einem Kumpel im Stadion und wir waren auf der Osttribüne und wie in der Verlängerung das ganze Stadion geklatscht und applaudiert hat und als Viteritti dann da in der 104. Minute noch den Ball da hineinschiebt zum 2:2, also so einen krassen Torjubel, den habe ich noch nie gesehen. Ich habe auch, glaube ich, noch nie so laut geschrien und noch nie so viele Leute umarmt, wie an diesem
Tag, das war einfach wieder, das wirft mich immer so ein bisschen zurück in der Zeit, wo das vielleicht noch öfter so war, dass das Stadion so voll war und vielleicht auch noch so ein richtiger Hexenkessel war. Ja, weil machen wir uns nichts vor, es ist schon ein Unterschied, wenn 16.000 Leute jubeln, keine Frage, na klar, verglichen mit 5.000, die jetzt in der dritten Liga jubeln. Also wir haben immer noch eine gute Stimmung, eine gute Atmosphäre, aber so eine Spiele, die dann viele Leute ziehen, das ist einfach was Besonderes. Und ich gucke mir auch die Zusammenfassung, wenn ich sie mir dann nochmal angucke, immer nur bis zum 2-2 von Viterritti an. Und dann mache ich aus. Du warst aus. Danach kommt nichts mehr. Für mich ging das Spiel 2-2 aus und ja. Wird ja auch als 2-2 gewertet. Richtig. Ich glaube, ja, genau. Richtig. Und damit könnt ich zumindest leben. Nein, Spaß. Wir wissen natürlich, was passiert ist. Aber das war so eigentlich mit eines meiner Highlights, weil du da auch wieder gesehen hast, welches, ja, Potenzial in der Mannschaft steckt, dass man auch große Teams mal ärgern kann. Ja, aber du siehst aber auch, du hast recht, welches Potenzial in der Mannschaft steht, wenn sie, übertrieben gesehen, 120 Kilometer alle 11 Mann rennen, wenn sie fighten, wenn sie kämpfen. Und du siehst aber auch, welches Potenzial, Fanpotenzial in Cottbus steckt. Ja. Und umso trauriger, wobei traurig ist dann vielleicht das falsche Wort, aber umso erschrockener war ich dann das nächste Halbspiel. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Es müsste Zwickau eventuell. Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken. Weiß ich nicht, war das vielleicht sogar schon unter Haching? Nee, na, ich weiß nicht. Weiß ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall, ist es dann eine Frage, warum da nicht mehr Leute ins Stadion kommen, wenn das so toll war, wenn du die Werbung machst. Also, das ist ja Werbung. Du gehst zum Stadion. Ja, auf jeden Fall. Du siehst Freiburg spielen. Sind bestimmt auch viele gekommen, weil es bloß in Bundesliga ist, um Gottes Willen. Aber du siehst eine gute klar, Truppe. Petersen du siehst, und eine, alle. Gute, du siehst eine gute Truppe, die da spielt und macht und kommst aber dann zwei Wochen oder lass es eine Woche später sein, kommst du nicht ins Stadion und sagst, naja gut, ich höre lieber in der GFM oder ich gucke es beim Fernsehen an oder ich lese es nachher dann in der Zeitung. Aber nochmal ins Stadion, ja, das ist so eine Sache, wo ich denke, es gab bestimmt auch viele Spiele, wo du sagst, da war die Zuschauer, also das Spiel hat mehr Zuschauer verdient. Ja, ich glaube, da haben wir aber auch oft genug drüber geredet, dass irgendwie so in Sachen Werbetrommel da auch ein bisschen mehr getan werden könnte, finde ich zumindest. Also klar, bei manchen Spielen hätte man sich gerne mehr erhofft, aber so außerhalb von meinen Facebook-Post, Leute, kommt ins Stadion, das ist natürlich auch mega schwierig, aber ich vermisse da immer sowas, wo ich mir dann auch manchmal denke, ja, na klar kommen die nicht ins Stadion, weil irgendwie musst du die ja fischen oder catchen, die Leute, die sich vielleicht viermal überlegen, ob sie heute ins Stadion kommen. Richtig. Da gehören wir natürlich nicht dazu, aber du hast halt, wie du sagst, man hat Potenzial und viele Leute kommen dann auch ins Stadion. Aber so ein paar Leute muss man dann halt auch eigentlich fangen, damit sie mal auch gegen, weiß ich, gegen Lotte ins Stadion kommen oder ja, so. Ja. Also das ist immer ziemlich, ziemlich schwierig. Jetzt versuche ich hier die ganze Zeit am Computer noch herauszufinden. Das ist, wir müssen mal Bild machen. Wie wir denn gespielt haben oder was zuerst war. Aber gut, soll nicht sein, soll nicht sein. Ich glaube, es war noch ziemlich am Anfang, oder? Am Anfang des Jahres. Unter Haching, dann kam Glienicke. Ah, Freiburg. Ja, danach war Meppen, Frank. Danach ja, war Meppen. Okay. Am Samstag darauf 1:1. Ich glaube, da haben wir in der letzten Sekunde das Gegentor bekommen. Richtig, gekommen, genau. Oder? Ja, ja, genau, genau. Wir können ja mal kurz gucken. Ja, da waren schon nur noch 6.000 im Stadion, wo am Montag davor noch 16.000 waren. Ja, ja, ja. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Also, alle Leute, die zuhören, kommt mehr ins Stadion. Um mal hier für uns oder für den Verein nochmal die Werbetrommel zu rühren. Ja, natürlich. Und es lohnt sich ja. Wie gesagt, das ist ja das, was auch Pille Wolf sagt. Verlieren kann man. Es kommt darauf an, wie man verliert. Und kämpfen tun sie ja. Das haben wir ja schon festgestellt. Also der Wille ist da. Und Pille Wolle sagt ja auch manchmal oder oft, dass wenn die Bude voll ist, das soll jetzt nicht heißen, dass die 5.000 oder 6.000 Leute, die fast eigentlich regelmäßig kommen, dass die keine Stimmung machen. Aber wenn dann, wie gesagt, 16.000 ist, ist es doch ein anderes, ja, für die Mannschaft vielleicht auch ein anderes Feedback oder ist ein Drumherum. Wie gesagt, ich kann nur sagen, Kaiserslautern über 30.000, Rostock 20.000. Und wir haben da gewonnen. Ob das jetzt nur an der Zuschauerzahl, an dem Flair, an der Atmosphäre lag oder ob es eventuell auch lag, weil wir einen Sahnetag erwischt haben und aus anderthalb Chancen mal zwei Tore geschossen haben, das ist ja jetzt dahingestellt. Und ich gebe dir auch recht, als Verein könnte man mehr machen. Ist aber auch alles eine Geldfrage und Geld hat der ja, Verein da nicht. Stecken wir nicht hinter, was ja, da, natürlich. Also das lässt sich immer von außen sagen, ja, ihr müsst mehr Werbung machen, so war das jetzt auch nicht gemeint, also wir wollen da niemanden irgendwie was vorschreiben. Wie gesagt, manchmal denke ich mir das halt nur vielleicht mal ein bisschen mehr investieren in die Fan-Nähe. Es gibt doch Formate, mit denen man ja die Mannschaft so ein bisschen an die Fans
gebracht hat, wie dieses Frag nach, was sie mit Fabio Vittoretti gemacht haben, was ist damit passiert, frage ich mich. Das haben sie jetzt mit Vittoretti einmal gemacht. Ja. Warum macht man das nicht wöchentlich? Man liest Fanfragen vor. Ich meine, klar hast du dann immer die Pressekonferenzen, wo die Presseleute Fragen stellen, dann hast du dieses nachgefragt, dieses Warm-up quasi vorm Spiel. Genau, richtig. Aber so Fan-Fragen beantworten ist, finde ich, immer noch was ganz anderes und auch was Schöneres, meiner Meinung nach. Und das war eigentlich auch das, was mir so gefallen hat an diesem Frag nach bei Fabio Vittoretti, weil da auch mal Fragen gestellt worden sind, die vielleicht gar nicht mal was mit Fußball zu tun richtig. Haben. Ja, natürlich. So ein bisschen, Mensch, Fabio hier, was macht dann im Winter? Cottbus ist ja nicht so viel los, weil wie ist es in der Mannschaft? Ja, ja. Sachen, die Leute interessieren, so, die Mannschaft oder dann... Oder dieses Speed-Dating oder wie man... Speed-Dating hätte ich beinahe gesagt. Genau, also das war ja auch zwei Jahre, glaube ich, hat es funktioniert. Da konnte man sich hier bewerben. 30 Fans, 30, also der Stab mit Spielern und Betreuerstab waren dann auch 30 Leute. Jeder hatte, ich dachte jetzt mal übertrieben sehen, 5 Minuten Zeit. Ich war nie dabei, aber ich weiß ich in etwa, wie es abgelaufen aber ist. Aber das war toll. Also ich finde das toll. Ich glaube, das müsste man ja eventuell also mehr intensivieren. Und ich bin mir auch fast sicher, das kann nicht so viel Geld kosten, da mal vielleicht dem Spieler zu sagen, du pass mal auf, bevor du wieder abends an der Playstation an der Playstation spielst, kommst du mal rum, treffen wir uns mit ein paar Fans, die freuen sich ein drittes Loch im Bein, dass du da bist, dass sie mit dir Fotos machen können, dass sie mit dir quatschen können. Du nimmst dann eine Verbindung auf und der Fan sagt, Mensch, ich habe, was weiß ich, Fabio Vittoretti, Kevin Scheithauer getroffen. Das war ja auch eine schöne Aktion, wo sie bei Mediamarkt, glaube ich, FIFA gespielt haben. Ja, sowas. Ja, was? So muss könnte man machen. Eventuell nicht nur eine Eintagsfliege draus machen, sondern Nein. vielleicht eine Mehrtagsfliege. Auf gar keinen regelmäßig Fall. Vielleicht. Und dann hat man vielleicht auch Grund zu sagen, Mensch, hier, Kevin spielt. Oder Kevin sagt zu dem, Mensch, komm doch mal, ich spiele. Und nach dem Spiel treffen wir uns noch. Und dann quatschen wir noch ein bisschen. Und ja, so eine Fanbeziehung fehlt vielleicht. Aber es ist vielleicht ist es Wunschvater des Gedankens. Wie gesagt, ja, ich stecke nicht drin. Ja, weiß man nicht. Aber wer spielt denn zum Beispiel nicht gerne FIFA als Fußballfan? Also sowas geht ja immer und das kam ja auch super an. Da scheint ja auch jeder Spaß gehabt zu haben. Ich war leider auch nicht da, weil ich in Berlin in der Woche war. Aber alleine anhand der Bilder, ich meine, da haben sich so viele Spieler als auch die Fans gefreut. Oh cool, jetzt spiele ich mal gegen... Ich weiß nicht, wer da war. Scheißhauer oder Kevin so war, glaube ich, zum Beispiel da, immer ein FIFA-Spieler, wenn ich das auch auf Instagram sehe. Und da freust du dich natürlich, wenn du denen jetzt mal an FIFA eine Klatsche geben kannst. Oder eine Klatsche kassierst, je nachdem. Ja, aber sowas kann man eigentlich immer machen. Und weil du das angesprochen hast mit von wegen viele Fans, das wäre mein anderes Highlight gewesen, das Heimspiel gegen Rostock, gleich das erste Heimspiel. Dritte Liga, erstes Drittligaspiel für mich als Kommentator. Auf der Pressetribüne da oben gefühlt das ganze Spiel über sein eigenes Wort nicht verstanden. 40 Grad da oben und gleich nach der ersten Minute ein Elfmeter-Tor von Vittoretti und dann das ganze Spiel über Gänsehaut gehabt und diese Atmosphäre aufgesaugt. Bist du gar nicht gewohnt aus der vierten Liga? Das war wirklich, habe ich auch, glaube ich, nach dem Tor, nach dem 1-0 gesagt, so von wegen, ah, ist eigentlich schön, wieder in der dritten Liga zu sein. Ja. Und ja, aber Freiburg, da war es irgendwie noch ein bisschen emotionaler, weil am Mikrofon, meine klar, da, also ich halte mich ja da kaum zurück, hört man ja auch im Intro, da schreie ich ja gerne mal rum, aber Freiburg war schon etwas ganz Besonderes. Ja, dann haken wir das ab, das waren so unsere Highlights der Hinrunde. Ja, auf jeden Fall und mögen noch viele Highlights in der Rückrunde kommen. Auf jeden Fall, vielleicht kann man ja Rostock schon so als kleines Highlight der Rückrunde zählen, also kommt einem immer ein bisschen blöd vor, wenn die Rückrunde schon im Kalender ja an fängt. Für mich gehört Rostock das Rückspiel fast zur Hinrunde dazu, einfach weil ich es besser in die Schublade stecken lässt. So. Richtig. Kalender ja vorbei. Ja, genau so ist es. Punkt. Transferfenster ist noch nicht auf. Nee, weil jetzt zur Rückrunde noch, werden ja einige ausmisten und neue Leute verpflichten. Ob das dann positiv oder negativ läuft, wissen wir ja alle nicht. Und deswegen ist die Rückrunde Rückrunde und die Hinrunde Hinrunde. Genau, kann man so sagen. Und dann ja, kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie. Und zwar Gewinner und Verlierer der Hinrunde, natürlich von Energie Cottbus. Wir könnten jetzt über die ganze Liga reden, ja, aber okay. Das da habe ich überhaupt keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Das machen wir beim zweiten Podcast dann. Beim zweiten Podcast. Der Liga 3 Podcast, genau. Der Podcast von Energie FM. Ganz neutral werden wir dann über natürlich andere Vereine berichten. Und Gewinner der Hinrunde. Ich habe ja hier auch nochmal den Kader nebenbei offen auf dem Bildschirm, ich weiß nicht, Frank. Haben die alle, die, Moment, jetzt muss ich mal gucken, der Nico hat gerade den Kader auf, alle die ein rotes Kreuz haben, die sind verletzt, ja? Hast du mal durchgezählt?
kann ich gerne machen. Also da haben wir hier den Stanese, den Kruse, den German, Jonas Sickert, Freitas, neu dazugekommen Viterriti und Björn Ziegenbein, ja, mit Björn dem Ziegenbein, ja, Karriereende, was ja glaube ich schon. Also waren das jetzt 6, 7. Warte mal, 4 sehe ich und nochmal 3 sind 7. 7 Leute, okay? Genau. Ja, wenn man Ziegenbein dazu zählt, ne? Ja, natürlich. Aber machen wir jetzt einfach mal. Wer ist im Kader? Genau. Und ich finde auch generell, womit wollen wir überhaupt anfangen? Verlierer oder Gewinner? Ich denke mal, wir fangen immer mit dem Guten an. Verlierer? Nein, <Spaß. lacht> Nein, wir fangen am besten mit den Gewinnern an, obwohl wir uns beide in unserem Warm-up schon einig waren, dass es mehr Gewinner, mehr Verlierer wahrscheinlich gibt als Gewinner. Fangen wir mit den Gewinnern an. Sag du einen, dann ich einen und dann du einen und dann ich einen und dann sind wir auch schon durch. Also ich habe so 2 Gewinner. Ich fange mit dem ersten bitte an. So einer der Gewinner für mich ist Fabian Holthaus. Weil er für mich, Frank guckt mich ganz jetzt, komisch jetzt an. Jetzt entgleitet mir alles, Frank, ihr müsstet mich jetzt sehen. Ganz, ganz komisch. Okay, aber an. Dann mach los. Also ich erkläre dir gerne, warum. Wahrscheinlich kann ich ja jetzt anscheinend gut ausholen. Also ich finde, in der Phase, in der er geholt wurde, hatten wir auf den Außen in der Verteidigung ein unfassbares Problem. Und jetzt haben wir die nicht mehr? Jetzt, also teilweise nicht mehr. Ich fand, Holthaus hat dann auch nachgelassen, aber Holthaus hat schon für mich seinen Teil dazu beigetragen, dass der da hinten eine unfassbare Stabilität, was heißt unfassbar, er hat eine Stabilität reingebracht, okay, und der hat auch besser gespielt. Ich fand, er hat die dritte Liga einfach besser angenommen, wahrscheinlich, weil er sie noch kannte. Aber für mich Holthaus da hinten eine gute Verstärkung auch durch seine Standards. Ich glaube, der hat schon einige Assists dieses Jahr verzeichnet. Die Standards sind auf jeden Fall besser als von Lasse Schlieter. Und da können wir den Fabian auch mal ab und zu ein dickes Danke ausreden, wie er manchmal die Freistöße da mit seinem linken Fuß reinzwirbelt und glaube ich schon 2 oder 3 Vorlagen für Marc Stein auch gemacht hat, der den dann rein nüschelt. Für mich Holthaus einer der Gewinner, weil er hat jetzt auch, finde ich, dann ein bisschen Konkurrenz auf der Außenverteidigerposition gemacht, weil ich sag mal, so ein Schlüter, der auf links außen ja mehr oder weniger gesetzt war, der hatte seine Probleme, man kann jetzt nicht sagen, Wohlfühlzone und die kann man sein, nicht. Kann man sein, aber Holthaus war für mich einer der Spieler der Hinrunde, auch wenn du das anscheinend nicht gern hörst, Frank, aber für mich Holthaus nicht überragend, aber der hat da hinten das gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Also ich bin von Holthaus absolut überzeugt. Wir sehen es hier auch gerade nochmal. Der Typ ist gerade mal 23 und für mich eine absolute Verstärkung, die auch bitter, bitter nötig war. Und da können wir froh sein, dass er damals seinen Vertrag nicht verlängert hat in Rostock, beziehungsweise keinen besseren gefunden hat. Er wurde aussortiert, muss man mal so knallhart sagen. Ja, er hat sich irgendwie verpokert. Vertrag wurde nicht verlängert und hat dann keinen neuen Verein gefunden. Also können wir, finde ich, dankbar sein, dass der zu uns gekommen ist. Du kannst dich gerne dazu äußern. Also ich sage mal, Fabian Holthaus, gestandener Drittligaspieler, dass er unseren Kader nach vorne bringt, war ich mir ziemlich sicher, aus dem ganz einfachen Grund, in unserem Kader sind relativ wenige Drittligaspiele, weil viele sind haben noch nie Drittliga gespielt oder haben nie höher als Drittliga gespielt. Und selbst da wurden sie dann mehr oder weniger in die Regionalliga verbannt. Ja, kaum einer. Kaum einer, genau. Deswegen, dass er eine gute Verstärkung war, aber Gewinner hätte ich jetzt eventuell. Ja, aber gut, okay. Jetzt hast du deinen Gewinner, jetzt bin ich mit meinem Gewinner dran. Genau. Also ich habe ja noch einen, aber wir wechseln uns ab. Lass uns mal abwechseln, genau. José Junior Matovia. Ich muss das ablesen, weil sonst verwechsel ich das wieder. Für mich total der Gewinner, weil, wie gesagt, hat noch nie Dritte Liga gespielt, ist sein erstes Drittliga-Jahr. Denkt man gar nicht, oder? Wie der da hinten die Zweikämpfe macht. Ist, glaube ich, gesetzt, obwohl, muss man vielleicht auch wieder sagen, er spielt neben Marc Stein. Und ich glaube, neben Marc Stein sieht, glaube ich, jeder zweite Innenverteidiger relativ gut aus, weil Marc Stein schon mal Bundesliga gespielt hat und ganz genau weiß, Junge, Klatsch, hinter, vorne, zurück, vor. Also er dirigiert gut. Und das haben sie, ich will nicht sagen perfektioniert in der Regionalliga, aber diese Innenverteidigung, Und Junior Matovia, ein Kammschwein. Und Kammschwein, ja, auf jeden Fall, aber ist natürlich sehr, sehr fanfreundlich, glaube ich. Ja, aber auch da
muss er ab und zu aufpassen. Also man ist sich da, glaube ich, auch einig, dass das dann ab und zu Fehlentscheidungen waren. Wir kennen es halt, wir sind es gewohnt von Matuvila, dass wenn er mal grätscht, er einfach kompromissbereit ist, dass er da auch mal einen Gegner trifft. Trifft meistens eigentlich aber immer den Ball. Der Vrabel da Silva der dritten Liga. Nee, ach, da Silva war ein anderer Typ. Da Silva hat doch gern mal den Ellbogen ausgefahren, weiß ich noch. Der wurde das Öfteren deswegen mal gesperrt. Das stimmt. Das kann man bei Matuvila nicht sagen. Dafür setzt der mal eine Grätsche aus 5 Metern an. Und da kann der Stürmer dann eine Kerze anzünden, dass der Ball nur getroffen wird, was er aber meistens wird. Er aber er hat auch schon mal, aber er hat auch schon mal eine rote Karte dafür bekommen. Daran sieht man, dass gegen Zwickau. Ja. Da konnte ich es auch nicht fassen, weil es war gegen Zwickau. Bist du sicher? Für mich war es gegen Erfurt, glaube ich. Was gegen Erfurt? Moment, Erfurt haben wir diese Saison gar nicht gegen Erfurt gespielt. Bin ich denn blöd? Nicht Erfurt. Halle. Es kann auch Halle gewesen sein, ja. Während wir das hier sagen, gucke ich einfach mal nach, weil wir haben ja Fußball.de parallel offen, aber ich bin der Meinung, das war, glaube ich, Halle, weil wir uns nämlich da hinten mit Ulf dann noch mit den Hallensern gestritten haben, weil die natürlich ganz klar rote Karte gesehen haben und wir natürlich mit unserer energieroten Fanbrille natürlich gesagt haben, nein, er hat ganz klar den Ball gespielt. Und wie es der Zufall will, die Kollegen vom hallischen Fanradio? Bestimmt heißt das so. Die haben genau auf der Höhe gesessen. Wir sitzen ja meistens mehr Richtung, was ist es denn, Richtung Nordwand? Genau, ja, auf der Seite der Nordwand. Und die Jungs vom hallischen Fanradio, die haben mehr Richtung andere Wand, also Südwand ist es dann gesessen. Und genau vor denen ist es passiert. Und selbst die sagen, nee, der hat ganz klar den Ball gespielt. War eine Fehlentscheidung von dem damaligen Schiedsrichter. Ich denke mal, Schiedsrichter ist, glaube ich, auch ein extra Podcast für die dritte Liga, oder? Oh, Schiedsrichter, ja, es gibt gute, hier haben wir die rote bekommen in der 90. gegen Halle, also es war gegen Halle, wo wir 1-2 verloren haben, genau. Ja, Schiedsrichter, da ist kein Thema, was auf dem Zettel steht, okay. Da können wir aber jetzt mal auch gerne ganz kurz drüber reden, weil ich finde, es gab nämlich eine Schiedsrichterleistung diese Saison, die ja, was selten ist, aber die hat mich total überzeugt, wer mir seine Linie gefallen hat und ich glaube, das war Manuel Gräfer hat zu Hause gegen, weißt du noch, gegen wen er gepfiffen hat? Das weißt du nicht, aber es ist schon bemerkenswert, wenn mir mal ein Schiedsrichter mit einer guten Leistung hängen bleibt. Jetzt wäre es natürlich auch super, wenn wir wüssten, gegen wen das Ganze war. Ich glaube nämlich, es war gegen Jena. Da haben wir, Manuel Gräfe 2-1 für Energie Cottbus. Da hat man mal gesehen, was so ein erfahrener Schiedsrichter doch für Auswirkungen auf so ein Spiel und gerade auf so ein Derby haben kann, wenn der gute Entscheidungen trifft und eine gute Linie hat. Ja. Weil ich kann mich daran erinnern, er hat viel durchgehen lassen, aber jetzt auch nichts Unfaires irgendwie geschehen lassen. Er hat den Spielfluss einfach nicht gehemmt. Genau. Und das wurde von beiden Mannschaften in dem Rahmen akzeptiert, in dem man es akzeptieren sollte, nämlich dass es fair geblieben ist, aber auch eine gewisse Härte hatte. Und das ist nicht oft so in der dritten Liga, dass du sagst, Schiedsrichter, Mensch, heute hat mir gefallen. Deswegen, das war das Spiel für mich, wo man nochmal gesehen hat, okay, es gibt gute Schiedsrichter, Manuel Gräfe ja auch einer der Erfahrenen. Aber ja, gut, ich erinnere an Rostock letztes Spiel, da wo alles abgepfiffen wurde, wo ich noch mit Marian Witze drüber gemacht habe, pass auf, der Mamba lässt sich fallen und der pfeift Freistoß. Ja. Und Mamba lässt sich fallen und es gab Freistoß, weil es gab immer Freistoß, wenn jemand lag. Das Was ist bei dann dem Schiedsrichter aber auch sagen muss, er war nie parteiisch. Selbst die Rostocker haben sich aufgeregt, dass er alles wegpfeift. Also er hat für beide Mannschaften alles weggepfiffen. Aber die dritte Liga ist, glaube ich, so eine Art Sprungbrett. Entweder reicht es für Höherklassiges oder es reicht nicht. Und dritte Liga, so blöd es klingt, hast du auch bloß drittklassige Schiedsrichter meistens dabei. Oder oft dabei. Meistens ist das falsche Wort. Manchmal, wenn sich Klaus-Dieter Wollitz ein bisschen aufregt über die Schiedsrichterleistung, nein, dann sieht sich vielleicht der DFB mal genötigt, mal einen Bundesliga-Schiedsrichter mal runter zu schicken, um die Wogen zu glätten. Und, aber das ist ja nicht nur, da jammern ja nicht nur wir mit der Schiedsrichterleistung, wenn man bei kicker.de guckt, da gibt es ja einige Drittliga-Vereine, die oft mit dem Schiedsrichter hadern oder mit dem Schiedsrichterwesen im Allgemeinen. Aber man darf nicht vergessen, dritte Liga, drittklassige, es ist bloß die dritte Klasse und deswegen gibt es auch manchmal auch bloß drittklassige Schiedsrichter. Ja, ich glaube, das war auch so eine Folgereaktion von dem Statement von Pele Wollitz von wegen Schiedsrichter, dass da Manuel Gräfe mal ein Spiel gepfiffen hat, wo sich keiner aufregen konnte und dann war ja auch erstmal wieder Ruhe. Aber ja, gegen Rostock hat der Schiri dann, ich will jetzt den Namen nicht recherchieren, weil brauchen wir jetzt auch nicht drüber Fakt erwähnen. Fakt ist, wir haben gewonnen. Und er hat
mega, mega kleinlich gepfiffen, aber wenigstens auf beiden Seiten. Richtig, ja, genau. Deswegen hat er schlecht gepfiffen, aber auf beiden Seiten schlecht. So würde ich das unterstreichen. Wir waren bei den Gewinnern der Hinrunde. So, ja. Du hattest Matuvila. Ich hatte noch was zu Matuvila. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht. Steht gar nicht auf meiner Liste. Wie konnte ich Matuvila vergessen? Weil natürlich das Kampfschwein in unserer Viererkette, der ja da immer eine Wucht reinbringt und sich in jeden Kopfball auf jeden Fall reinhaut. Ist ja auch, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich in die Parade fahre, ist ja auch der Lieblingsspieler von unserem FM-Kollegen, dem Ulf. Weil Ulf, seine Lieblingswort ist immer Körpersprache. Und er sagt ja, wenn einer Körpersprache auf den Fällen hat, dann ist es José Junior Matuvila. Matuvila, der auch gerne mal, wenn er ihn abgegrätscht hat, sich vor ihn aufpost und sich auf die Brust haut und so von wegen, an mir kommst du nicht vorbei. Not in my house. Hier kommst du heute nicht mehr vorbei. Körpersprache, auf jeden Fall krasser Typ. Ich kann da auch an, ich erinnere mich an Münster, da habe ich ja fotografiert, du hast kommentiert mit dem Samuel. Und ich habe dir schon in der Halbzeit, bin ich hochgekommen auf die Tribüne und habe gesagt, guck mal hier Frank, die Fotos, die ich gemacht habe, wie der Matuvila da, stand ja schon 2-0 für Münster, nochmal im Strafraum bei einer Ecke für Energie Cottbus, da alle nochmal mitnimmt und sagt, kommt Leute, kommt, ist... wie gesagt, Körpersprache, der hält den Kopf oben, weißt du, und das brauchst du in der dritten Liga. Aber Frank, gut, dass du Matuvila auf deiner Liste hast. Mir wäre hier auf meiner Gewinnerliste glatt durch die Hände gerutscht, aber ich gebe dir 100% recht, Matuvila auf jeden Fall auch einer der Gewinner der Hinrunde und sogar einen, auf den wir uns beide einigen können. Ja, super. Aber ich glaube, man mag es kaum glauben, aber ich glaube, bei dem anderen Gewinner der Hinrunde, da gibt es eher wenig zu diskutieren. Und zwar, das ist der Fabio Viteritti. Für mich angekommen in der dritten Liga, keine Frage, ist auch sein erstes Jahr in der dritten Liga. Bei Magdeburg war er ein paar Mal ein Einwechsler, glaube ich. Okay. Aber es hat nicht gereicht. Wie gesagt, bei Magdeburg hat er nur ganz, ganz wenig Spiele gemacht, war auch relativ jung und war dann auch, glaube ich, verletzt. Ich glaube, er war verletzt und hat Magdeburg den Vertrag auch nicht verlängert, ist dann auch zu Neustrelitz gegangen. Also wie gesagt, aber Fabio Viteritti, auch, das wäre auch mein zweiter Gewinner gewesen, wenn du mich jetzt gefragt hättest. Überhaupt keine Frage. Fabio Viteritti übrigens nur mit Drittliga-Einsätzen für Energie Cottbus. Ich habe sie nochmal aufgerufen, das sind alle seine 20 Einsätze. Okay. Die hat er nur für Cottbus gemacht. Also er war im Magdeburg-Kader, aber hat da wohl keine Einsätze bekommen. Weiß ich nicht, ob die da, die haben ja auch mal Regionalliga gespielt, da weiß ich nicht, ob er da schon abgegeben wurde. Darf man auch nicht vergessen, wo er bei Magdeburg war, glaube ich, jetzt muss ich lügen, 21. Also er kann nicht älter als 21 gewesen sein. Also er war auf jeden Fall ein Jungprofi und die kriegen natürlich wenig Einsätze. Ja, auf jeden Fall. Und auch jemand, der im Mittelfeld gut agiert hat. Immer gut den Ball angenommen und weiter verteilt hat, so ein bisschen versucht hat, Stabilität reinzubringen, was schwierig ist, wenn dann so eine Spieler wie Freitas mit einmal verletzt sind und vielleicht auch ein Kruse ein Stanese, der auch Probleme hatte am Anfang, aber so Kruse, Freitas, Viteritti, wenn die spielen im Mittelfeld, dann hast du auf jeden Fall schon mal ein etwas beruhigtes Gewissen. Ja. Und Viteritti alleine hat da natürlich immer seine Probleme gehabt. Wie gesagt, es wurde dann auch im Mittelfeld ein bisschen besser im Laufe der Hinrunde. Aber Viteritti war für mich von Anfang an da. Punkt. Und er darf es nicht vergessen, er war, Stand heute, da kommen wir auch gleich noch drauf, leider nicht mehr, aber er war der Dauerläufer. Also es gibt, glaube ich, kein Spiel, wo der nicht gespielt hat. Entweder war er gesperrt. Und das war ja auch schon in der Regionalliga so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in der Regionalliga Fabio Viteritti mal verletzungsbedingt gefehlt haben sollte. In der Hinsicht umso tragischer die Nachricht, die ich heute gerade bei dir auf deinem Bildschirm lesen musste. Ja, du hast es noch gar nicht gelesen. Nee, ich war leider arbeiten. Ne? Ich gehe noch einer ehrlichen Arbeit nach. Und dann komme ich hier rein und dann lese ich das und ich sage, es kann doch nicht wahr sein. Tja, so ist das. 6 Wochen Pause für Fabio Viteritti. Wir nehmen das Ganze hier am 28. auf. Gut, jetzt weiß ich nicht, wann das erste Rückrundenspiel ist. Am 26. Also 2-3 Spiele wird er mindestens verpassen. Ja, das ist kacke natürlich. Ne? Ich habe auch schon gleich beim Kommentieren gesagt zu Marian, das gefällt mir nicht, wie lange der Viteritti da am Boden liegt. Viteritti ja auch keiner, der das mal, ich sage jetzt mal, aus Spaß macht. Wenn der länger als 5 Sekunden am Boden liegt, dann dachte ich mir. Ich habe es hier nochmal aufgerufen. 6 Wochen Pause für Fabio Viteritti. Außenbandriss im linken Sprunggelenk. Ja. Bitter. Scheiße, bitter. Braucht man
braucht man nicht drüber reden. Bleibt nur zu hoffen, dass, ich weiß nicht, was Freitas hat, ob der eventuell. Ich glaube, der steigt wieder im Januar ein, aber das ist ja auch nicht seine Position. Nee, kommt dazu. Ja. Erschwerend kommt das auch noch hinzu. Auf links, ja, können wir gleich drüber reden. Wen haben wir denn da jetzt? Schlüter. Schlüter, ne? Schlüter, also. Der für mich auch besser geworden ist, nachdem er nicht mehr in der Verteidigung gespielt hat. Der hat ja öfter mal jetzt im Mittelfeld gespielt, da hat er mir besser gefallen als in der Verteidigung tatsächlich. Also ich habe ja eine Dauerkarte. Also es ist ja nicht so, dass ihr denken müsst, wir sind hier bei Energie FM, wir machen die Moderation und wir werden dann zugebombt mit Pressefreikarten. Ich habe eine Dauerkarte, ich sitze im Block D und vor mir sitzt ein älterer Herr. Opa will ich gar nicht sagen, ein älterer Herr. Und wir beide schimpfen manchmal sehr oft über Schlüter und dann dreht er sich um und sagt, weißt du was, die gleichen Fehler hat er in der Regionalliga auch schon gemacht, aber da wurden sie nicht bestraft. Also deswegen war das so gut, dass dein Gewinner Nummer 1, Fabian Holthaus, dann gekommen ist, der ja hinten links dann relativ, sage ich mal, die Konstante reingemacht hat. Es ist bestimmt nicht alles top gelaufen. Es kamen auch einige Tore, kann ich mich erinnern, gerade auch, glaube Münster war das, wo ich dachte, um Gottes Willen, der ist kein Deut besser als Schlüter, aber er kann konstantere Spiele machen und Schlüter braucht ja die Linie, sagte Herr Pele-Wollitz, deswegen könnte ich mir eben im linken Mittelfeld ganz gut vorstellen, weil dann kann er nämlich auch mal einen Fehler machen, weil hinter ihm ist immer noch Holthaus, also hinten links Schlüter, dritte Liga, glaube ich, das funktioniert nicht. Ich glaube nämlich auch Schlüter war anfangs, das klingt jetzt natürlich blöd, so dumm ist er natürlich nicht, aber er war glaube ich auch ein bisschen verwundert, dass er damit immer gegen gute Spieler spielen musste, gegen Spieler, die ja, die Fehler dann noch gnadenlos ausnutzen. Wie und gesagt, sind wir wenn aber du, wieder bei dem Punkt, wenn ich dich unterbrechen darf, da sind wir wieder bei dem Punkt, er hat noch nie dritte Liga gespielt. Er weiß gar nicht, was für ein Niveau da ist. Hm. Und wie gesagt, hat sich dann gewundert, um Gottes Willen, der rennt an mir vorbei und ja, der ist vorbei. Das ist jetzt überspitzt gesagt, ja, klar, muss man noch sagen, wir wollen niemanden bloßstellen hier, aber so war es für mich einfach. Das ist dann schon ein Unterschied, ob, weiß ich, irgendein 30-Jähriger von Auerbach, der auf dich zugerannt kommt, oder einfach irgendein Drittliga-Profi, der schon vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung hat, der lässt dich dann vielleicht auch ein bisschen mehr abkochen. Und deswegen war ja auch für mich Holthaus so wichtig. Ich glaube zum Beispiel gegen Kaiserslautern, als Schlüter dann vorne im Mittelfeld gespielt hat, da fand ich ihn besser, obwohl ich es mir anfangs gar nicht hätte vorstellen können im Mittelfeld. Aber ja gut, Wollitz wird sich da schon was einfallen lassen, aber du hast recht, ansonsten haben wir da auf den Außen kaum Alternativen. Mir fällt jetzt noch ein Graudenz ein, den wir ja auch lange nicht mehr gesehen haben. Ich glaube, Graudenz. Du hast das Interview mit ihm in der Halbzeit geführt. Hör mir auf, weil mit Ulf ist ein Rechtsaußen laut Fußball.de, aber Graudenz letzter Einsatz, der ist bestimmt auch schon Zeiten zurück. Na Moment, er hat die meisten Tore im Landespokal geschossen. Na dann. Ja, also da ist schon was dabei. Na dann. Nee, also Fabian Graudenz, vielleicht sogar dann einer der Verlierer der Hinrunde, da kommen wir aber gleich noch dazu. Wir wollen jetzt auch kein Schlüter-Bashing machen. Nein, um Gottes Willen, ja um Gottes Willen. Verdammt viele Spieler, die sich in der dritten Liga, glaube ich, noch nicht so zurechtgefunden haben, aber wie du schon sagst, das ist dann die Verlierer. Hast du noch einen Gewinner? Weil ich bin mit meinem Gewinner dann eigentlich durch. Du hattest nur einen, oder was? Hallo? Oder deiner wäre auch Viteriti gewesen. Meiner wäre auch Fabio Viteriti. Ach so. Nee, also die klaren Gewinner natürlich, ist jetzt nicht so, dass wenn wir hier den ein oder anderen Spieler nicht erwähnt haben, dass wir den Totalausfall fanden, aber die Spieler, die aufgefallen sind, waren für mich Holthaus, Matuwiela und Viteriti. Jetzt wird der eine oder andere Hörer vielleicht sagen, ja, was ist denn mit Marc Stein, dem Kapitän? Ich habe lange überlegt, ob ich ihn zu den Gewinnern zählen sollte, aber ich habe es nicht gemacht. Aber ich habe es nicht gemacht, weil er ein Verlierer ist oder weil er ein durchschnittlicher Spieler ist, sondern ich habe es gemacht, weil ich von ihm gar nichts anderes gewohnt bin. Ich war es gewohnt, von einem Erstligaspieler A, Verantwortung zu nehmen, B, vorne wegzugehen und er kennt die dritte Liga und er führt die Truppe so gut, deswegen ist er für mich kein Gewinner der Hinrunde, sondern er ist für mich Spieler des Jahres 2018. Ja, vielleicht muss man mal gucken. Ist da jetzt nochmal eine Wahl irgendwie oder wird das pro Saison gemacht bei Energie Cottbus? Also, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin jetzt roundabout fast so alt wie Energie Cottbus auch alt ist. Nein, Quatsch, war es. Also 40 Jahre habe ich schon auch auf dem Buckel und es gab jedes Jahr einen Spieler des Jahres. Ich weiß nicht, warum es jetzt nach 50 Jahren keinen gibt, aber das Jahr ist noch nicht zu Ende. Vielleicht werden die bei Cottbus auch noch übertrieben gesehen wach. Und ich muss dazu sagen, wir zeichnen das schon im Sommer auf. Also es kann sein, dass bis im Winter hier irgendwas passiert. Nein, Spaß beiseite. Also es gab eigentlich immer zum Jahreswechsel die Wahl Spieler des Jahres. Und er wurde dann immer gekürt
Beim Energiegeburtstag am 31. Januar 1966 ist Energie ja geboren, gegründet worden und bis dahin wurde es dann bekannt gegeben. Fehlt momentan, wurde auch in einigen Foren auch schon angemahnt, aber jetzt sind ja erstmal die Feiertage. Sollte es dieses Jahr nach 50 Jahren kein geben, machen wir bei Energie wir das? Den ersten inoffiziellen Spieler des Jahres 2018. Und dann gewählt von Frank und Nico. Nein, ihr dürft alle ran. Alle. Ihr dürft alle ran und dann gibt es auch wieder eine Glücksmütze zu verlosen und dann schauen wir mal, genau, auf was ihr euch da einschießt. Also wie gesagt, Marc Stein, Gewinner nicht, weil ich der Meinung bin, ich habe nichts anderes von ihm erwartet. Klingt vielleicht ein bisschen hochnäsig, aber deswegen ist er für mich kein Gewinner, sondern ein ja, wie gesagt, der Gewinner beziehungsweise der Gewinner des Spieler des Jahres 2018 für mich. Ich glaube, da kann man immer drei Spieler wählen. Also es wären bei mir dieses Jahr auch Stein, Matuvila und Viteriti für Spieler des Jahres auf jeden Fall. Das wären die drei, die ich wählen würde, gebe ich dir recht auf jeden Fall. Machen wir nicht? Tja, hat ja in der Rückrunde auch geknipst, ist jetzt auch momentan Top-Torjäger mit 6 Toren. Streli Mamba, ja, das ist immer so eine Sache für sich. Also ich mag ihn ja total. Also ich habe mir ja damals mein Streli Mamba-Trikot gekauft, wo der noch chancentot war, ja. Wo die Leute mich im Blog angeguckt haben, warum ich denn mit einem Mamba-Trikot rumrenne. Das war nämlich in der Hinrunde, wo er damals nicht getroffen hat. Das war am ersten Regionalliga-Jahr. Genau. Und, naja, um Gottes Willen. Und ich gesagt habe, der zündet noch. Wenn der mal das Tor trifft, dann wird der für den Aufstieg für uns sowas von wichtig sein. Und so kam es dann auch. Ja, und ja, Mamba, der hat schon eingeschlagen und der ist auch extrem wichtig. Aber so in der dritten Liga, ja, der macht seine Tore, ist Torschützen, bester Torschütze bei uns. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht auf der Gewinner soll ich dir sagen? Seite sag's mir, Frank, sag's mir. Ich glaube, du hast genauso den gleichen Hinterkopf wie ich. Der ist nicht mehr bald, also der ist nicht lange mehr da. Ist von außen schwierig zu sagen, ne? Ist von außen schwierig zu sagen. Also das Hickhack im Sommer, sage ich mal. Ich glaube, das hat, obwohl er eigentlich so gut wie gar nichts dafür kann, aber ich glaube, das Hickhack im Sommer wird ihn einige, wenn es mal die Wahl des Spielers des Jahres gibt, einige Stimmen bestimmt gekostet haben. Obwohl er nichts dafür kann. Wie gesagt, das Hickhack war ja zum Teil vom Verein, wo es dann hieß, für 750.000 kann er gehen. Dann kam der Verwaltungsrat oder das Präsidium, was gesagt hat, der ist unverkäuflich, den gehen wir gar nicht ab. Und dann kamen halt ein paar Spiele, wo es nicht gelaufen ist und wo dann einige schon sagen, das ist mangelnde Lust, der will gar nicht. Ja, verkauft ihn in der Winterserie. Richtig. Und was man nicht alles gehört hat. Genau. Da sind wir nicht als Fanradio, auch wenn wir vielleicht ein bisschen mehr am Team sind als so der Durchschnittsfan, aber so viel bekommen wir ja nur auch nicht mit, weil im Endeffekt wir machen ja auch nichts anderes, als da oben zu kommentieren. Schwierig, Streli Mamba. Also ich mag ihn immer noch sehr und ich bereue es nicht, das Streli Mamba-Trikot damals gekauft zu haben, weil ich, wie gesagt, sagen kann, Leute, ich habe es auch schon vorher gewusst. Ich wusste, dass der nur seine Tore machen muss und dann schießt der uns. Solltest Talentescout werden. Kannst ja, du immer. Gut, dann gucke ich, ob er schnell ist und sagt, der ist schnell, den so wie in FIFA quasi, schneller Stürmer, immer rein damit, den schicken wir lang und irgendwann macht er seine Tore. Nein, Spaß beiseite. Ja, Mamba ist einer so der Spieler, die gut waren, aber für mich nicht zu den Gewinnern der Hinrunde gehören. Ja. Das war wahrscheinlich für dich ähnlich. Ja, natürlich. Mamba ist hatte seine Spiele. Ich habe bloß zwei, Matuvia und Fabio Viteriti. Genau. Und halt Marc Stein, aber wie gesagt, Marc Stein ist kein Gewinner, sondern er ist einfach einer der besten Spieler auf dem Platz. Ja, und damit kommen wir auch schon zu den Verlierern der Rückrunde. Und da habe ich mir Gedanken gemacht und dachte mir, man muss für mich so ein bisschen aufteilen bei den Verlierern, die gespielt haben und die aus diversen Gründen nicht gespielt haben. Ja, also welche machen wir zuerst? Machen wir mal die nicht gespielt haben, weil da fallen mir spontan nämlich zwei ein. Da gibt es vielleicht auch noch den einen oder anderen, aber vielleicht liegt es auch an dem Interview, was wir letztens geführt haben. Hier ist er, Fabian Graudenz, die meisten Leute haben wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, dass er noch im Kader ist. Und das ist natürlich ärgerlich für ihn, für alle Beteiligten, weil ich weiß nicht, Graudenz, wie gesagt, der Ulf hat ihn zum Interview geholt und ich habe mich mega gefreut, dass ein Profi von Energie Cottbus sich die Zeit nimmt, ein Interview mit uns zu machen, aber ich habe ihn nicht erkannt an dem Gesicht und dann ist mir eingefallen, ja klar, wann hat er denn das letzte Mal gespielt? Und das ist sicherlich dieser U23-Regel auf jeden Fall zu schulden. Auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, gut, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Leistung, aber das wird sicherlich einer der Gründe sein, warum wir
Fabian Graudenz, ich will nicht sagen, fast schon vergessen haben, aber warum er einfach kaum spielt. Wenn wir hier mal auf die Leistungsdaten gucken, war das ja nicht viel, sage ich mal, dieses Jahr. Wie sehen wir es hier gegen Würzburg? Sechsmal und alles eingewechselt. Ja, hier gegen 1860 wurde er ausgewechselt, wenn ich das richtig sehe. Genau, da hat er, glaube ich, sogar noch ein Eigentor gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ja, und ansonsten war das alles so schade für ihn. Ja, sehr schade. Ist ja in der Winterpause damals noch in der Regionalliga-Saison in der letzten gekommen. Vom FSV Frankfurt, also war davor, also war ja vereinslos, hat aber vorher beim FSV Frankfurt gespielt und ja, wo man eigentlich sich vielleicht ein bisschen mehr davon erhofft hat, es hat da nicht gereicht, hat natürlich in der Regionalliga, muss man dazu sagen, rechts ja auch starke Konkurrenz gehabt, er kam ja an Weidlich nicht vorbei und auch Zimmer hat ja rechts manchmal gewirbelt, also in der Regionalliga kam man deswegen nicht vorbei, weil deswegen meistens bloß ein Bankdrücker bzw. ein Einwechselspieler und in der dritten Liga gebe ich dir vollkommen recht, die U23-Regel ist ja ja, ob man die gut findet oder nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind da bestimmt einige, die bestimmt öfters auf der Bank gesessen hätten, wenn es diese Regel nicht gäbe. Und es würden bestimmt auch einige nicht auf der Bank sitzen, wenn es diese Regel nicht geben würde. Aber das Gleiche, was du über Fabian Graudenz, würde ich über Marcel Baude sagen wollen. Das wäre nämlich der Nächste gewesen. Okay. Das wäre der Nächste gewesen. Deswegen, das sind doch die zwei, die mir spontan eingefallen sind, wo ich mir sicher bin, dass die unter anderem auch wegen der U23-Regel einfach nicht mehr so oft spielen. Und ja, Marcel Baude, da wird es ähnlich sein. Das lag auch jetzt nochmal an der Autofahrt, die ich rückzu mit dem Steve und der Chrissy hatte nach dem Rostock-Spiel. Und einer von den beiden meinte auch, dass sie wohl gehört haben, ja, Baude, der ist halt, ja, geschuldet der U23-Regel einfach nicht oft genug im Kader. Ja. Und das ist ärgerlich, weil, wie gesagt, was wollen wir jetzt großartig über diese Spieler sagen, weil ich kann mich zum Beispiel nicht dran erinnern, wann ich Baude das letzte Mal im Cottbus-Trikot im Profikader gesehen habe. Vielleicht mal auf der Bank, ich weiß es nicht mehr. Also im Pokal hat er, glaube ich, das eine oder andere Spiel gemacht. Muss dazu sagen, in der ersten Regionalliga-Saison ist er damals gekommen von Halle und dann war er Stammspieler. Und dann in der zweiten Regionalliga-Saison kam Starzew, André Starzew, auch ein Verlierer, würde ich jetzt sagen wollen, aber zu Starzew kommen wir vielleicht gleich nochmal. Ja. Und wie gesagt, kam dann an Starzew in der Regionalliga nicht vorbei. Und ja, jetzt reicht es nicht mehr für Starzew in der Startelf bzw. im Kader, dann reicht es für Baude natürlich dann so gesehen erst recht nicht, so leid, wie es einem tut. Hast du den Reim mitbekommen? Starzew in der Startelf? Ich hab's mir überlegt, aber das mache ich, also ich schmeiß das so aus dem Handgelenk. Ich hab's mir nicht hier vorgelesen und ich hab's mir nicht gemerkt, beziehungsweise vorgenommen zu sagen, sondern es ist mir einfach so rausgerutscht. Ja, nämlich, das sind auch für mich dann die zwei, die ich bei nicht gespielt auf jeden Fall notiert hätte. Ich weiß nicht, ob dir jetzt noch spontan einer einfällt, der fast gar nicht gespielt hat, wo du sagst, Verlierer der Hinrunde. Nein, also wie gesagt, man muss auch dazu sagen, dass Pele Wollis ja in der Hinrunde auch sehr, sehr viel experimentiert hat. Da gab es ja auch einige, die geschimpft haben, dass er so viel experimentiert, dass es kaum, eine Stammelf gibt, sondern dass er mal den gespielt hat, um halt das Beste rauszufiltern. Und ich würde sagen, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen hatte jeder seine Chance bekommen und entweder hat er sie genutzt oder er hat sie halt nicht genutzt. Ja, und wer sie nicht genutzt hat, da kommen wir jetzt dazu, nämlich zu den Verlierern der Hinrunde, die durchaus mal einen Einsatz hatten. Frank, fang du mal bitte an. Ich möchte jetzt mal nachziehen. Wer für dich denn, falls dir jemand einfällt, der Verlierer der Hinrunde ist, die auch eventuell mal gespielt haben. Falls du einen hast. Mein persönlicher Lieblingsspieler. Oh, okay. Weil, ich sag mal so, das ist natürlich ärgerlich, du bist in der Regionalliga schon immer nur ein Einwechselspieler, das muss man dazu sagen, Paul Germann war ja auch kein Stammspieler in der Regionalliga und kriegt dann noch einen Starnese davor gesetzt in der dritten Liga. Dann Kruse, sag ich mal, bis zu seiner Verletzung hat er ja fast überragend gespielt. Ja. Da hat man seine 35 Jahre, hat man ihm nicht angesehen. Nee, man hat der ja war gehofft, sehr wichtig da hinten. Ja, war sehr, sehr wichtig. So, dann war er verletzt, dann kam Starnese aufs Feld. Aber German, wenn es gut kam und Starnese hat gespielt, dann stand German wenigstens mal im Kader. Dann war Starnese verletzt und dann hatte Paul German, ja, so blöde wie das klingt, bis zu seiner Verletzung ja doch die Möglichkeit und die Chance, sich festzuspielen. Und Pele Wollitz sagt ja auch, wenn der Junge das, was er im Training zeigt, im Spiel zeigen würde, dann wäre das überhaupt keine Frage, dann wäre das ein Stammspieler, aber er kriegt irgendwie die PS nicht am Spieltag auf dem Rasen. Und das tut mir dann leider auch leid. Jetzt ist er ja verletzt, das muss man dazu sagen, jetzt hat er keine Möglichkeit mehr zu spielen, aber der andere Punkt, vielleicht ist es auch ein Gewinner, vielleicht haben wir den vergessen, Leon Schneider ist jetzt
dann für German reingekommen. Ja, hat er auch gut gemacht jetzt. Ja, so. Aber so als Gewinner würde ich ihn trotzdem nicht betiteln. Das ist aber auf jeden Fall einer ja auch mit Potenzial. Richtig. Genauso wie ein Brzezinski. Wenn wir danach gehen, dass er nicht gespielt hat, könnte man sagen, Brzezinski auch ein Verlierer der Hinrunde. Nein. Aber der darf ja, glaube ich, auch noch in der U19 spielen. Genau. Also, da knipst er ja. Richtig, so ein Brzezinski, da können wir nächstes Jahr vielleicht nochmal drüber reden, was aus dem geworden ist, beziehungsweise ob er dann vielleicht ab und zu mal das ein oder andere Spiel bestreitet. Deswegen lasse ich den Brzezinski hier ganz außen vor und bin gespannt, was dort passiert. Aber Schneider hat die Chancen, die er hatte, schon genutzt. Also ich zum fand, Teil. Zum Teil. Er hat doch, glaube ich, mal 1-2 Aussetzer da gehabt. Aber das ist halt so. Also was willst du da erwarten? Du darfst doch nicht vergessen, ich glaube, er hat, jetzt muss ich mal wieder lügen, ich glaube, er hat nie zwei Spiele auf der gleichen Position gespielt. Er hat einmal in der Dreierkette gespielt. Da hat er, glaube ich, gegen Münster zweimal gepatzt. Oder mindestens einmal gepatzt. Ja, war das gegen Münster? Ich glaube, ja. Kann sein, dass es gegen Münster war. Ich glaube, es war nämlich gegen Köln, Fortuna Köln. War das Schneider? Ist ja auch egal, aber ich glaube, ja, kann auch sein, dass es gegen Münster war, dass er da gepatzt hat. Aber gut, Schneider, aber jetzt gegen Rostock zum Beispiel hat er das super gemacht. Richtig, und gegen Kaiserslautern hat das ja auch Wahnsinn genauso gemacht. Also und das sind ja dann so eine Jungspieler, wo du sagst, okay, die haben Welpenschutz, die dürfen Fehler machen, das muss man ihnen auch zugestehen. Ja. Und in der Hinsicht, ja, darf man gespannt sein, was aus ihm wird. Und wir hoffen, er wird sich nicht verletzen und wird noch viele Einsatzzeiten kriegen. Ist natürlich, ich bin natürlich ein Verfechter der zweiten Mannschaft, aber wir haben keine zweite Mannschaft. Ja. Und deswegen muss er versuchen, so viele Einsatzminuten wie möglich in der dritten Liga zu bekommen und muss sich dann da auch beweisen. Genau. Also Paul Germann, um nochmal auf deine Frage zu kommen. Paul Germann, genau. Runden wir das damit ab. Jetzt kommt mein erster. Also ich habe bei denen, die gespielt haben, habe ich mir so zwei gemerkt. Und ich spreche jetzt einfach mal den an, den du auch gerade schon angekratzt hast, nämlich André Starzew, der für mich dieselben Probleme wie Lasse Schlüter auf den Außen hatte, nur dass Starzew ja kaum bzw. wenig Licht gesehen hat, da auf der Außenverteidigerposition. Das ist kein Spiel, wo der herausragt. Ja, und das finde ich auch sehr, sehr schade, weil Starzew in der Regionalliga wirklich gut war. Der, auch, der war eine Bank. War eine Bank, ja, und der kam, glaube ich, damals auch aus dem Nichts und dann hat er aber, dann hat er da gegen Stuttgart ein Brett ab, gut, wie fast jeder, aber gegen Stuttgart hat man dann gesehen, ah Mensch, der Starze, was, wie krass ist der denn auf den Außen? Ja, und jetzt in der dritten Liga ist dann tatsächlich das ein oder andere Mal doch lieber Kevin Weidlich auf der Rechtsverteidigerposition. Ja, weil das aber auch nicht die optimale Lösung ist. Nee, aber scheint eine optimalere Lösung zu sein als André Starzew. Ja, ne? Viele Wollens ja sagt, die rechte Seite gefällt ihm gar nicht und er muss zusehen, dass er die dicht kriegt. Ich glaube, Bender hat da jetzt auch oft ausgeholfen. Ja. Ne? Bender, unser Tor des Jahreskandidat. Richtig. Zumindest Energie Cottbus Tor des Jahres mit dem Fallrückzieher von Streli Mamba. Falls es den Wettbewerb gäbe, würden die sich drum streiten, sage ich jetzt mal. Ja. Marc Stein mit der gebrochenen Nase vielleicht noch. Mit der Story, dass die Nase gebrochen war, vielleicht. Vielleicht. Ja, das weiß nicht. Da könnte man jetzt auch ausholen, was da passiert ist oder so. Wir wollen ja auch, wie gesagt, keinen Spieler zu nahe treten und das jetzt hier auslatschen. Aber Starzew ist einer, wo ich es schade finde, dass er ja nicht so ganz in die dritte Liga bis jetzt gefunden hat. Ja, aber da sieht man aber auch, er war zwar schon bei St. Pauli und er hat bei St. Pauli auch 1, 2, 3 Zweitligaminuten spielen dürfen, aber es hat da nicht gereicht. Und er ist, wie auch vielleicht viele in der Truppe, sehr, sehr, sehr gute Regionalligaspieler. Aber es ist doch ein großer Sprung, in der dritten Liga zu bestehen. Und Pille Wollitz sagte das ja auch mal in der PK, er hat vor der Saison nicht angenommen, dass der Sprung von der Regionalliga in die dritte Liga so groß ist, dass sie sich so verändert hat. Und wenn selbst der Trainerfuchs Pele Wollitz das sagt, na, wie muss das jetzt auf die Spieler wirken, die da auf einmal da sehen und sagen, okay, es ist ein größeres Stadion, es sind mehr Leute und die Spieler sind schneller, wendiger, kompakter. Ja, auf jeden Fall. Das ist was völlig, völlig anderes und deswegen ja, ist Starzew leider auf dieser Liste bei uns vertreten. Bei mir zumindest und du scheinst mir natürlich auch, scheinst mir ja auch recht zu geben. Frank, dann belassen wir es bei Starzew. Hast du denn noch einen? Weil mir liegt einer, ich will nicht sagen, auf dem Herzen. Hast du auch eine Kategorie Verlierer wegen Verletzungspech? Das wäre bei Cottbus fast eine eigene Kategorie wert. Ne? Also so, das ist ja nicht zu fassen. Lass uns das ranhängen. Jetzt vielleicht noch, falls du noch einen hast, der gespielt hat, dann... Nein, hast du nicht. Da habe ich nämlich noch einen, der hat zwar ganz, ganz selten gespielt, aber die Spiele, die er gemacht hat,
Lag auch sicherlich an den Verletzungen, weil er die komplette Hinrunde, die komplette Vorbereitung verletzt war und sein erstes Spiel, glaube ich, erst am 6. und 7. Spieltag gemacht hat. Berzit. Ja, wobei ich noch der Meinung bin, und das ist jetzt ganz böse und jetzt werden sie alle auf mich einschlagen, ich glaube, wir haben Berzit nur geholt, um Babelsberg im Pokalfinale ein bisschen Kürre zu machen. Und weil er unter 23 ist. Ja, das auch. Man weiß natürlich nicht, was wäre, wenn er die komplette Sommerpause mittrainiert hätte, auf dem er sich vielleicht wenigstens ans Trainingsniveau hätte gewinnen können. Ich fand auch, wenn er mal gespielt hat, hat man gesehen, dass die Luft fehlt. Ich glaube, es war gegen Halle? Ja, es war gegen Halle, wo Berzit eingewechselt werden musste, weil wir im Sturm, hat sich da Scheithauer verletzt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall musste er, glaube ich, gegen Halle schon in der 20., 30. Minute ran und ich habe dir noch eine SMS geschrieben, Mensch, der Berzit, es ist 80. Minute und der pumpt schon und der Viteriti, der seit der ersten Minute ackert wie ein Bekloppter, ist derjenige, der die Konter anrennt und Berzit ist stehend K.O. Und ich glaube, der hat auch noch kein Tor gemacht. Hat er überhaupt im Landespokal schon mal getroffen? Nein. Ist auch immer ärgerlich, weil ich glaube, gerade im Landespokal gab es die ein oder andere Chance, die ihn vielleicht gut getan hätte, dass er die mal gemacht hat. Ich glaube, da stand da schon das ein oder andere mal ziemlich frei vorm Tor. Ich glaube, beim letzten Landespokalspiel, zwei Minuten vor Schluss, stand er genau, frei in Brandenburg. Torwart. Ja, das an die Szene erinnere ich mich auch gerade, weil die habe ich ja auch kommentiert und da habe ich auch gesagt, Mensch, der Berzit sieht, dem würde so ein Tor auch mal gut tun. Aber das ist halt nicht so, dass ich da wie bei Mamba was sehe, wo du ich sage... Du siehst das Potenzial nicht. Also, wenn... Ja, muss ich leider so sagen. Deswegen also, gehört Berzit für mich leider da dazu, zu den Verlierern. Den also, hast du am Ende vielleicht nochmal gebracht, wenn du zurückgelegen hast und Wollitz, ich dachte, gut, bevor ich jetzt den dritten Wechsel noch einen Zickert bringe, dann hau ich lieber noch Berzit einen Stürmer rein. Scheißegal, vielleicht bringt das noch was, aber... Ja. Also Almedin Shiva, sein Ex-Trainer von Babelsberg, hat ja gesagt, er weiß gar nicht, vor einem halben Jahr her hat niemand seinen Namen gewusst. Er hat ja dann bei Babelsberg ein paar Tore gemacht, aber er war, also Almedin Shiva heißt er, glaube ich, war sehr, sehr überrascht, dass er zu Cottbus wechselt. Und wie gesagt, ich bin fast der Meinung, dass das Psychospielchen aller vielleicht Pele Wollitz war, weil er sagte, na, damals in Duisburg haben sie es mit Jula gemacht und wir machen es jetzt mit Berzit. Gut, von der These distanziere ich mich. Den Shitstorm kannst du dann abkriegen. Wahrscheinlich. Vielleicht auch, okay, wir kriegen den Schala nicht oder wie er, so hieß, glaube ich, der andere Stürmer von Walsberg, verpflichten wir Berzit. Okay, lasse ich so im Raum stehen. Ja. Habe ich noch keine Gedanken drüber gemacht und dabei könnten wir es belassen. Und ja, wir können gerne auch noch über das Cottbusser Lazarett um nochmal schnell auf Berzit zu kommen. Ich muss nochmal schnell zurückgreifen. Ich habe den gar nicht auf dem Schirm, weil für mich ist er in der Mannschaft nicht angekommen. Deswegen habe ich ihn gar nicht auf dem Schirm zum Thema. Ich sehe sogar, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, ich sehe sogar Bruschinski vor ihm. Ja, nur der spielt halt, wie gesagt, ab und zu U19. A-Jugend. Ja, natürlich. Also, der soll das auch, das ist auch völlig okay, dass das so ist. Ich glaube, er hätte gegen Rostock sogar noch seine 2 Minuten bekommen, nur dass der Ball am Ende nicht ins Aus ging. Ich glaube, Brzezinski stand bereit zum Einwechseln. Ja. Aber okay, ja, sehe ich auch so, weil der hatte, glaube ich, ja auch in der Regionalliga dann am Ende, wo Mamba verletzt war, wo wir ja eigentlich fast gar keinen anderen Stürmer so richtig hatten. Scheithauer war ja auch verletzt. Und dann hat halt Boacsi mit Brzezinski teilweise auch gegen gute Gegner wie... war es Neugersdorf zu Hause gespielt und der Nordhausen, genau, nicht Neugersdorf, Nordhausen und hat da auch sein Tor gemacht und alles, also in Brzezinski sehe ich mehr als in einem Berzit, ne, um das nochmal aufzufangen. Da sind wir wieder bei der Thema Spielpraxis und dann lass ihn lieber 90 Minuten bei der A-Jugend spielen. Natürlich. Als wenn er 90 Minuten auf der Bank sitzt und vielleicht nur kommt, wenn du 3-0 hinten liegst oder wenn du 3-0 führst. Genau, da hat er auch noch, sag ich mal, Gegner seines Kalibers und dann, wenn er jetzt nicht mehr in der A-Jugend ist, dann verbringt er den ganzen Sommer im Kraftraum. Richtig, und dann geht es in der dritten Liga ab. Brzezinski auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Und ja, kommen wir zu den Verletzten. Die ja eigentlich auch Verlierer sind. Natürlich, deswegen habe ich kein Problem damit, die jetzt auch noch aufzubringen. Wir quatschen schon wieder über eine Stunde, aber das ist, das ist doch völlig egal, Frank, ob wir nur eine Stunde oder 2 Stunden reden. Ich habe Zeit, ja. Also der mir gleich in dem Lazarett jetzt auffällt, ist, habe ich mir fest vorgenommen, den Namen zu finden, ist Jonas Sickert. Also ist für mich einer der größten Verlierer. Immer wenn er rankommt, Pele Wollitz sagt es ja in dem PK, dann ist er schmerzfrei, dann kommt er ins Mannschaftstraining und immer wenn es dann in die Vollen geht, zwickt das Knie wieder.
Und ich will ganz ehrlich, der Junge ist zwar erst 21, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Weiß gar nicht. Jonas Sickert ja auch einer der Kreuzbandleute bei uns. Wir haben ja einige Spieler, Knechtel, die schon mal einen Kreuzbandriss hatten. Philipp Knechtel zweimal. Philipp Knechtel zweimal. Auch Maxi Zimmer hatte schon zweimal einen Kreuzbandriss. Ja. Ja. Das merke ich mir ja immer gerne, weil ich hatte ja auch schon zwei Kreuzbandrisse. Deswegen sind Knieverletzungen für mich immer so. Das verbindet euch. Nee, aber es ist schon was anderes. Und deswegen gucke ich mir so einen Knechtel, wenn er mal gespielt hat, auch immer genau an, weil ich immer, wenn er mal gespielt hat, aber er hat unter anderem gegen Zwickau auch von Anfang an spielen müssen, weil da ging es nicht anders, weil da glaube ich auch Matuwela rot gesperrt war oder verletzt war. Genau. Und da gucke ich immer besonders gerne drauf, aber ja, Zickert, weiß gar nicht, ist er jetzt wieder wegen seinem Knie verletzt oder hat er eine Fußverletzung? Ich würde sagen, es ist immer noch wegen dem Knie. Also der soll zwar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, Pillewolz sagt ja, der ist im Aufbautraining, aber ich hoffe, dass das Knie diesmal hält. Und wenn wir uns erinnern, er hat ja schon dritte Liga gespielt. Er hat ja damals die letzten Spiele unter Wolitz dritte Liga gespielt und er hat die Chance genutzt, sagen wir es mal so rum. Klar, hat sich dann ein Spiel vor Schluss das Kreuzband gerissen. Richtig, ne? Und das war genau der Knackpunkt, weil er war drin und er wäre auch, will ich auch ganz ehrlich sein, in der Regionalliga-Saison, die danach angestanden haben, nach dem Abstieg, wäre er auch eine ganz feste Größe geworden, hätte Joshua Putze damals richtig Druck gemacht, aber hat sich leider verletzt. Das sind so Dinge, ja, da steckt es nicht drin. Nee, auf keinen Fall. Und deswegen hoffe ich auch, dass wenn er jetzt doch mal zurückkommt, er sich die Zeit nimmt, richtig zurückzukommen. Weil, wie gesagt, ich kenne das von Knieverletzungen. Lass lieber noch mal einen Monat mehr oder auch zwei Monate, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und dann spiel erst dann wieder. Weil du denkst beim... Ja, natürlich, er ist... Du bist Profi, der muss Geld machen. Natürlich muss der Geld machen, aber der ist auch erst, wie gesagt, 21. Und da hast du, finde ich, noch einen Monat oder zwei Monate. Was bringt's dir denn, wenn du jetzt wieder spielst und wieder blöd umknickst, weil du vielleicht noch nicht so bereit warst? Oder kann ja auch immer Pech sein. Ja, aber die Frage ist dann, macht das der Verein mit? So wie bei Björn Ziegenbein, sage ich mal, da sagen die, weißt du was, du bist zwar noch im Kader, du bist zwar Karriereende abzusehen, aber da du ja verletzt bist, kostest du uns keinen Cent Geld. Also bleibst du bei uns bis Saisonende, egal, ja, also hast ja nicht mal eine Rückennummer, aber bei Zickert, bei Knechtel haben sie es ja gemacht, nicht? Knechtel hat den Kreuzbandriss und wir haben um ein Jahr verlängert. War auch eine krasse Geste, muss man sagen. Das und ist ich nicht wünsche mir das bei Zickert auch. Ich wünsche mir das bei Zickert auch. Ja, auf jeden Fall muss man dann halt gucken, ob das so einrichtbar ist. Aber Zickert, wie gesagt, über die Verletzten habe ich mir im Vorhinein gar nicht so viele Gedanken gemacht, aber der muss auf jeden Fall erwähnt werden, weil es natürlich ärgerlich ist. Wie gesagt, 21, der Typ hat vor zwei Jahren schon gezeigt, dass er da in der dritten Liga auf jeden Fall hinten auf der 6 Rabatz machen kann. Und das ist einfach nur schade. Ja, braucht man nicht drüber reden. Er steht ja zwar nicht mehr mit dem Roten Kreuz, aber er ist für mich auch ein Verlierer. Durch seine Verletzung ist Maxi Zimmer. Zimmer, ja. Zimmer habe ich ja, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, in meiner persönlichen Kicker-Elf und der hat mir noch keine Punkte gebracht, das muss ich dazu sagen. Er war viel verletzt und er hat ja ein paar lichte Momente. In Freiburg hat er ja das Tor für Marcello aufgelegt, hat er schön abtropfen lassen. Aber danach kam nicht mehr viel, auch für Zimmer. Also auch einer, die extrem viele Probleme hatten mit dem Tempo, glaube ich, auch in der dritten Liga, die in der Regionalliga halt das genutzt haben, viel Ballbesitz, da hast du auch mal eine Sekunde mehr Zeit, den Ball anzunehmen. Richtig. Und selbst da hat er nicht 90 Minuten durchgehalten, das darfst du auch nicht vergessen. Nee, und dann war er jetzt verletzt, jetzt ist er, glaube ich, wieder halbwegs fit. Er ist fit, aber er stand jetzt nicht im Kader. Ja, und das hat dann halt auch wahrscheinlich seinen Grund, leider. Ja, und Marian hat es ja, glaube ich, angesprochen bei einer Reportage, ich glaube, mit dir war das zusammen, wo er gesagt hat, er ist 5 Minuten auf dem Platz, hat 6 Pässe gespielt und 6-mal ein Fehlpass. Hör auf, das war eine Reportage. Also ich habe es dann aus Spaß gesagt, weil gegen wen war das denn? Mit wem habe ich denn da? Also ich habe mit Marian kommentiert, das war gegen Ödingen. Genau, da wurde er eingewechselt nach der Verletzungspause und wir dachten uns, gut, schauen wir mal, was geht. Und ich glaube, alle seine Pässe kamen nicht an. Und das ist natürlich... Gut, ja, du warst lange verletzt, aber... Du musst erst reinkommen, ist ganz klar. In dem Moment sieht es einfach blöd aus und deswegen kommt dann auch vom Fanradio von uns, die dann auch mal, wütend sind, kommt dann halt mal so ein Spruch. Ich glaube, Marian hat dann auch gefragt, hat der das Fußballspielen verlernt? Weil das kanntest du nicht, dass der so viele Fehlpässe mit einmal fabriziert. Das ist man nicht gewohnt, zumal, wie gesagt, in der Regionalliga war er ja in doppelter Torschütze gegen Flensburg.
Und auch davor hatte er seine Buden gemacht und war ein ganz wichtiger Baustein. Er war, glaube ich, der fehlende Baustein. Wenn wir den schon, glaube ich, ein Jahr eher hätten, wären wir wahrscheinlich schon das Jahr eher aufgestiegen in die dritte Liga, so wie Wollitz manchmal sagt. Kann sein, aber gut, wir sind halt eher später aufgestiegen. Und das verlief ja dann auch alles ziemlich reibungslos. Gott sei Dank. Überlege mal, du hättest gegen Flensburg verloren. Dann wäre hier aber das Licht ausgegangen. Ja, aber darüber brauchen wir ja auch zum Glück nicht reden, weil es ist nicht passiert. Richtig. Und damit hat sich das auch. Ja, wenn wir die jetzige Verletzungsliste noch weiter durchgehen, ja, man kann generell sagen, auf der 6 ist so ein bisschen der Wurm drin. Ne? Da sehen wir ja hier nochmal alle, ne? Stanese, Kruse, Germann, Zickert, verletzt. Ja. Und dann hast du jetzt auf der 6 eigentlich nur noch einen Schneider. Selbst der Freitas hat manchmal schon auf der 6 gespielt und der ist auch verletzt. Ja. Das zeugt aber, dass wir über den Kampf scheinbar zum Spiel kommen und dass da ja, der Verschleiß größer ist. Genau, der größte Verschleiß ist. Genauso ist es, ja. Sicherlich. Aber ich finde es auch gerade am Anfang, Tim Kruse, den hat man gar nicht gemerkt, dass der 35 ist, was der für Zweikämpfe gewonnen hat. Und ich fand die Routine. Und ich fand doch, in Stanese hätte sicherlich seine Zeit jetzt gehabt, gerade weil Kruse verletzt ist, weil ich sag mal, von der Statur sind die ähnlich und Stanese, der kann ja auch eigentlich dritte Liga und ich glaube, wenn der 2-3 Spiele gehabt hätte und verletzungsfrei gewesen wäre, dann wäre das auch hinten eine Bank gewesen. Bin ich mir sicher. Kanntest du ihn, bevor er zu uns gekommen ist? Nö, aber ich kannte auch sonst niemanden aus der dritten Liga. Also bin ich zu sagen, du hast vorhin gesagt, Starzev hat mal bei St. Pauli gespielt. Ja. Wusste ich nicht. Nee. Ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, wer gerade der Torschützenkönig der zweiten Liga ist. Okay. Das ist einfach. Ja, für dich. Aber zumal, wenn ich das schnell sagen darf, Terodde kratzt ganz nah dran, den Rekord von unserem Fußballgott Nils Peters in der zweiten Liga einzustellen. Und deswegen gucke ich da immer ein bisschen mit einem Auge drauf. Ich glaube, er hat schon 21 Mal getroffen in der Hinrunde. Das heißt, die Rückrunde, die ist noch gar nicht eröffnet. Also hoppla. Nils Peters, ich glaube, dein ewig Torschützen-Liga-König sein geht wohl dahin. Ja. Auf dem Energie-LKW ist er trotzdem drauf. Da gehört er auch hin, genau wie die anderen. Und da genau bist wie die auch anderen. Ganz viele andere. So, was hast du auch auf deiner Liste? Ja, grundsätzlich nicht mehr, aber natürlich wollen wir diesen Podcast nicht einfach so beenden, sondern wir gucken jetzt einfach nochmal ein bisschen in die Ferne. Was könnten wir uns denn erwarten oder was glaubst du, was passiert noch in der Rückrunde oder um es jetzt mal noch ein bisschen näher zu greifen, was passiert in der Transferphase? Nichts. Lass uns einfach nichts, glaube ich nämlich auch ehrlich gesagt. Was soll passieren? Nichts, weil zum einen haben wir das Geld gar nicht dafür, weil du brauchst ja Spieler, die du sofort, sage ich mal, die sofort weiterhelfen müssen. Du hast gerade im Haifischbecken dritte Liga ja keine Zeit, zu experimentieren, beziehungsweise Pille Wolf sagte ja, die Experimentierphase ist vorbei und der hat ja bei der vorletzten, glaube ich, PK auch die Frage gestellt bekommen, Aalen will aufrüsten, Braunschweig hat trotz Abstieg aus der zweiten Liga einen Umsatzplus von 2 Millionen gemacht, da werden die auch den ein oder anderen Euro in die Wintertransfers stecken und der hat davor gewarnt, hat gesagt, Wintertransfers, das ist ein zweischneidiges Schwert, es kann einschlagen, aber auch nicht und dann ist ja auch die Einspielzeit, weil wir ja gerade das, was wir schon besprochen haben, eine ziemlich kurze Winterpause haben, sich da alles einzuspielen, es wird schwierig, aber die anderen rüsten halt alle auf, weil es will ja keine Absteigen, weil es ist ja für jeden Drittligisten ist ja der Abstieg der Worst Case. Ich sag so, wenn du von der ersten in die zweite absteigst, sagst du, na gut, so wie Köln, wir sind abgestiegen, mein Gott, da stehen wir nächstes Jahr wieder auf. Aber es ist ja in der Regionalliga nicht, du steigst ab, du möchtest gerne aufsteigen, schaffst es vielleicht auch und dann musst du wie wir noch in die Reli und dann trittst du gegen einen an, der genau das gleiche Ziel hat. Und deswegen will keiner und deswegen leben ja auch viele Vereine wahrscheinlich über ihre Verhältnisse und die werden alles tun, um den Abstieg zu verhindern. Und da wir kein Geld haben, müssen wir wirklich, so wie Pille Wolz sagte, über die Kompaktheit kommen, die eigenen Spieler stark reden. Und wenn wir schon bei den Gewinnern, wir haben die zwar schon abgehakt, aber ein Gewinner ist für mich auch ganz klar Pille Wolz. Also was der aus der Mannschaft rausholt, wenn du die Mannschaft siehst, ist, glaube ich, aller Ehrenwert. Ja, auf jeden Fall. Aber Wolz war auch schon für mich in der Regionalliga oder generell ein Gewinn für Energie Cottbus, muss man sagen. Dass er nochmal da Bock gehabt hat, sich das anzutun, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja gut, du darfst aber nicht vergessen, ich will nicht sagen, dass wir die einzige Option für ihn waren, aber er hatte sich bei Viktoria Köln damals ein bisschen verpokert und war da. Da weiß ich und nicht, du musst, glaube ich, als Trainer musst du regelmäßig bei irgendeinem Verein sein, sonst kommst du auf den Abstieg gleich. Ja. Das wirst du vergessen, glaube ich. Ja, aber trotzdem war es ein Gewinn. Mega für Gewinn. Cottbus, was mega er dann Gewinn, draus gemacht hat. Also es hat, wie bis jetzt läuft ja auch alles nach Plan und es läuft auch nach der Hinrunde für mich noch nach
Plan, wenn man hier mal Pele Wollitz, weil ich kann mich nämlich noch dran erinnern, Wollitz hat in seiner ersten Regionalliga-Saison gesagt, man müsste ja mittelfristig planen und man könnte doch mal sagen, in 5 Jahren will Cottbus wieder zweite Liga spielen. Da haben wir vorhin schon drüber geredet, das ist extrem unwahrscheinlich. Schwierig. Aber Stand jetzt, wie ja auch so gerne gesagt wird im Fußball, ist auf jeden Fall alles gut gelaufen. Man hat 2 Jahre gehabt in der Regionalliga, die hat man meiner Meinung nach auch gebraucht. Wer weiß, was passiert wäre, wenn man nach dem ersten aufgestiegen wären. Und jetzt braucht man sicherlich auch ein, vielleicht doch bis 2 Jahre, um in der dritten Liga sich richtig zu festigen. Ja. Das ist nun mal so. Das ist ganz, ganz normal. Man muss zusehen, dass man den ein oder anderen hält in der nächsten Sommerpause. Man wird doch den ein oder anderen abgeben. Frank, aber wenn wir jetzt schon bei der Sommerpause nächstes Jahr sind, ich hätte eine Frage noch an dich. Was glaubst du, hängt Rangelow noch ein Jahr dran? Darüber möchte ich jetzt einfach noch mal gerne so den Podcast beenden. Glaubst du, der macht noch mal ein Jahr? Natürlich, na klar. Bist du sicher, wenn er das Angebot hat. Man darf ja nicht vergessen, er ist 35 und er ist Profi. Ich sage jetzt mal, ein Fußballprofi hat nach dem Fußballalter ist schwierig, irgendwie noch einen Fuß auf den Boden zu kriegen, es sei denn, du machst einen Trainerschein, es sei denn, du machst Spielerberater. Und das, glaube ich, wird Rangelow wahrscheinlich nicht machen. Also muss er versuchen, mit seinem Können, was er kann, und das ist Tore schießen, so viel, haben wir ja gesehen, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, um damit seine Brötchen zu verdienen. Und ich erinnere da gerne an einen Spinek Pospech, der ja auch, sage ich mal, bis in die Puppen, oder es gibt ja auch 40-jährige Stürmer. Ich weiß nicht, ob es dann noch für die ganz große Bühne reicht, also ob er dann vielleicht Stammspieler wird. Aber er definitiv ja. Also da bin ich mir, selbst wenn wir absteigen sollten, bin ich mir sicher, Dietmar Rangelow bleibt bei uns. Was Dietmar, das ist, ja, ist mein persönlicher, der heißt zwar Dimitar, aber ich deutsche ihn mal ein, ich sag mal Dietmar zu ihm. Manche sagen Detlef. Auch Mitko, Detlef, nein, Detlef Irrgang gibt's nur, sonst gibt's keinen Detlef. Okay. Also Dimitar, Dietmar Rangelow, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, er bleibt, egal ob wir absteigen oder nicht. Das ist bei anderen Spielern, wäre ich mir da nicht ganz so sicher, ob sie beim Abstiegsfall auch bleiben und ob sie überhaupt bleiben werden, wenn wir selbst die Liga halten würden. Gut, ja, bleibt abzuwarten, bleibt abzuwarten. Ich glaube zum Beispiel, so ein Spieler, wo man, wenn wir die dritte Liga halten, wo man sich gar keine Sorgen machen müsste, wäre zum Beispiel so ein Geißler. Ich glaube, der wechselt nicht so schnell nochmal. Das hat er, glaube ich, damals vielleicht, ich will nicht sagen bereut, aber ich glaube, Geißler, dem sieht man das manchmal auch so ein bisschen an. Ich glaube, der fühlt sich mittlerweile wieder richtig wohl hier. Ich glaube, das ist bei vielen jungen Spielern so, du brauchst, das sagen ja auch, das sagt auch Nils Petersen, Fußballprofis gibt es viele. Es gibt viele Jugendspieler, die wirklich was auf der Kirsche haben, aber die brauchen erstens Verletzungsfreiheit, dann brauchen sie einen Trainer, der auf die baut. Nils Petersen ist ja das beste Beispiel, wenn wir bei unserem Fußballgott schon wieder sind. Er kam ja von Jena zu uns und er hat unter Breischnicker überhaupt keinen Stich gesehen und er wollte ja auch schon wieder zurück. Das ist ja eine schöne Anekdote, dass er zu seinem Papa gesagt hat, Papa, ich will wieder zurück, und der Papa Petersen hat gesagt, kneif die Arschbacken zusammen, du beißt dich da jetzt durch. Und dann kam Wollitz, und Wollitz hat damals ja auch erst noch auf Jula und auf, wie heißt er denn, mein Lieblingsspieler, Radu gesetzt. Und hat sich gar nicht getraut, den jungen Petersen spielen zu lassen, und hat ihn dann aber reingeschmissen und hat das Vertrauen gespürt, Petersen, und hat dann ja seine Buden gemacht. Und ich glaube, das braucht man auch als Jugendspieler. Deswegen ist wieder mein, ja, schade, dass es keine zweite Mannschaft gibt, wo halt die Jugendspieler auch die Spielpraxis holen. Weil wenn wir zum Beispiel den Verlierern noch sind, wir haben es zwar schon abgeschlossen, aber ich sag mal, Max Rundmann. Ja. Wer? ja, ich weiß. Tut mir, hat bestimmt wahnsinnig viel Potenzial, darf aber nicht mehr bei der U19 spielen. Ist aber aufgrund der U23-Regeln regelmäßig im Kader und hat, glaube ich, ich weiß nicht, Spielminuten ein paar. Also wenn es 10 sind, dann ist das schon viel. Schauen wir mal nach. Und so einen jungen Menschen fehlt dann leider die Spielpraxis. Leider. Und das ist dann immer schade. Ja. Ein Einsatz in der dritten Liga, Max Grundmann dieses Jahr. Und wir sehen hier gar nicht gegen wen. Eine Minute hat er gespielt. Zwickau. Eine Minute gegen Zwickau. Ja, das ist schade. Und gerade als junger Spieler brauchst du ja Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis. Und ja, ich will nicht wieder anfangen. Also vielleicht, Nico, müssen wir mal doch das nächste Mal beim nächsten Podcast hier das Phrasenschwein oder den Phrasenpinguin hier aufstellen, und mit dem Geld, was wir da reinschmeißen, können wir eine zweite Mannschaft dann finanzieren. Ja, oder einen neuen Spieler. Eins von beiden auf jeden Fall. Wenn du einen neuen Spieler holen könntest, für welche Position?
Die Frage stellst du mir jetzt spontan. Die war nicht abgesprochen, muss ich gleich dazu sagen. Die war nicht abgesprochen. Im Sturm nicht. Nee. Das halte ich schon mal fest. Im Tor? Im Tor auch nicht. Spahic haben wir gar nicht gesprochen bis jetzt in der anderthalb Stunde. Nö, Spahic hatte seine Fehler, aber im 1 gegen 1 hat er uns schon so auf den Hintern gerettet. 1 gegen 1. Rauslaufen hat er sich auch verbessert? Ja, also im 1 gegen 1, der bleibt lang stehen, macht sich, der ist auch groß, hat eine lange Spannweite und da ist er extrem gut. Also im Tor auch nicht. Sturm und Tor kann man schon ausschießen. So, Innenverteidigung, Stein wird auch nicht jünger, aber trotzdem bin ich mit der zufrieden genug, dass ich sage, braucht man jetzt auch nicht. Das Problem ist ja auch jetzt, wenn ich mal ein Stück nach vorne gehe auf das 6, du hast ja genug Spieler. Nur die sind alle verletzt. Ja. So, ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, wenn du dir noch einen 6er holst. So, Außenverteidigung. Ich will es mir mal einfach machen. Ich gebe die Frage jetzt mal an dich weiter und dann sage ich, ob das gut oder ob das Quatsch ist, weil um eine Position jetzt auszumachen, finde ich ziemlich schwierig. Frank, was würdest du denn machen? Wenn du dir eine Position aussuchen könntest. Ich kann die Frage nur weitergeben. Ich würde jetzt gern eine gut vorbereitete Antwort rausbrettern, aber mir fällt da spontan nichts zu. Ich glaube immer noch, dass du einen brauchst für hinten rechts. Eine Bank, die hinten rechts. Und Fabian Holthaus wieder für links ist, wo auch nicht alles super läuft, aber auf jeden Fall stabiler. Sowas brauchst du hinten rechts. Wenn du hinten rechts nämlich so ein Spieler hast, dann kannst du Matuvia auch wieder nach vorne ziehen. Dann kannst du auch, also wie gesagt, du kannst Matuvia nach vorne ziehen, du kannst einen Bender nach vorne ziehen. Dann kannst du vielleicht auch einen Viteriti wieder kompensieren, der ja auch auf den Außenbahnen rechts wie links spielen könnte. Also ich würde sagen, hinten rechts ist immer noch für Cottbus aus gesehen die größte Baustelle. Jetzt hatte ich ja die paar Sekunden Zeit, drüber nachzudenken. also einer für rechts auf jeden Fall. Ja. Sei es Mittelfeld oder Verteidigung. Nee, eher Verteidigung. Ich sage hinten rechts, wenn du Mittelrechts sagst, okay, gerne. Nee, nicht mal, also Mitte, wie gesagt, und Weidlich kann ja auch eigentlich beides spielen. Beides mehr so. Ja, aber ich glaube, er braucht eine Absicherung nach hinten. Auf jeden Fall, deswegen, da können wir uns auf jeden Fall darauf einigen. Hinten rechts können wir noch mal was nachlegen. Was heißt, können wir noch mal was nachlegen? Wahrscheinlich können wir es nicht, weil Geld und so. Weiß man nicht, was auf dem Zettel steht. Aber gut. Also ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend, weil du kannst ja, es geistert ja immer noch im Raum, vielleicht doch Strelly Mamba in der Winterpause noch für den einen oder anderen Euro zu verkaufen. Vielleicht schaffst du es auch von einigen von den Verlierern, die leider nicht gespielt haben, obwohl sie fit sind, vielleicht auch die Verträge aufzulösen. Das kostet, bringt vielleicht auch dann wieder ein bisschen finanziellen Spielraum, zu sagen, okay, wir holen dann noch jemanden, der uns vielleicht dann weiterbringt. Aber man darf ihn nicht vergessen, ich habe letztes Jahr im Winter die Partie mit dem Martin zusammen gegen VfB Grieche moderiert. Und zwar auf dem Kunstrasenplatz im Lokstadion. Ah ja, ich erinnere mich. Und Pele Wollitz kam 5 Minuten nach Spielanfang, also Frank Eulberg hat die Spieler eingestellt, hat sie vorbereitet, hat sie aufgewärmt, hat das Spiel geleitet. Und Pele Wollitz kam 5 Minuten nach Anpfiff und er hat gestrahlt wie ein Honigkuchen und sagte, ich hab ihn, ich hab meinen Wunschspieler, Alexander Siebeck. Hörst du von dem was? Weißt du was? Der hat überhaupt nicht eingeschlagen. Und das ist auch diese Krux, die du bei den Wintertransfers immer hast. Du kannst dann irgendwelche Spieler holen, wo du denkst, ja, die sind's, und dann funktioniert es aber mit der Mannschaft. Ich wollte gerade sagen, der spielt ja auch gar nicht mehr bei uns, ne? Nein? Nee. Der war ausgeliehen von Karlsruhe. Hat wir haben auch nicht reingepasst. Dann nein, und er hat auch in der Regionalliga, er hat ein Spiel gemacht gegen Hertha BSC, er hat mehrere Spiele gemacht, aber er hat ein Tor gemacht gegen Hertha BSC, da habe ich zusammen mit dem Stefan kommentiert und da war er sowas von happy, hat jetzt ist der Knoten geplatzt, ich bin angekommen, aber er hat dann kaum gespielt. Wir haben die Leihoption dann nicht gezogen. Er ist zurück in Karlsruhe. Zu Recht Karlsruhe. Auch, finde ich. Ja, natürlich, weil er passte gar nicht ins System. Nee, und er passte gar nicht in unser System. Das sind vielleicht so die kleinen Fehler, die man als Trainer halt macht, wo man denkt, okay, der Spieler ist top und dann passt er einfach nicht ins System. Er war ja Kapitän bei RB2, das darf man ja gar nicht vergessen. Und du wirst nicht einfach so Kapitän bei RB2. Nee, aber es hat nicht gereicht. Nicht denen, nee. Und Karlsruhe wollte ihn dann ausleihen nach Jena. Und Jena hat gesagt, vom System her würde er passen, aber selbst da beim Probetraining ist er durchgefallen und jetzt sitzt er bei Karlsruhe seinen Vertrag ab und spielt nicht. Also er ist nicht im Kader. Gut, selbes Thema wieder, das beobachte ich nicht, aber gut, dass du es mal erwähnst, weil wie gesagt, der hat es dann leider nicht geschafft. Und es war sein Wunschspieler. Pele Wollitz hätte ihn schon, neben Maxi Zimmer, hätte er ihn auch schon in der Sommerpause, also zwischen den Regionalliga-Saisons, hätte er ihn da auch schon geholt. Aber da ging es halt nicht, weil er sich dafür Karlsruhe entschieden hat. Ja, deswegen bleibt es abzuwarten. Halten wir fest, wir wollen eventuell einen Rechtsverteidiger, wobei ich nicht denke, dass es
passieren wird. Und wenn der eine oder andere wieder fit wird bei Energie Cottbus, dann denke ich, wird das die Saison schon klappen und wir werden die Klasse halten. Und dann schauen wir mal, wo wir uns am Ende der Tabelle oder am Ende der Saison, nicht am Ende wo wir uns am Ende der Saison auf der Tabelle finden, Frank. Ich glaube, damit können wir es eigentlich auch schon beenden. Eine Frage habe ich noch. Eine Frage, gerne. Pele Wolf hat ja gesagt, die Hinrunde war ja schon nach dem Braunschweig-Spiel beendet. Ja. Und er hätte ja gerne mehr als 20 Punkte. Nur hat er ja nur, durch den Sieg in Rostock haben wir jetzt 23 Punkte, also wir überwintern ja mit 23 Punkte. Meinst du, wir schaffen nochmal 23 Punkte zu holen? Ja. Also eigentlich ja nicht, weil wir haben ja Rostock schon weg. Okay, dann sage ich jetzt in der Rückrunde, holen wir 26. Mit dem Rostock-Spiel, sage ich. Mit dem Rostock-Spiel, okay. Holen wir 26 und beenden dann die... haben wir dann genau 40 Punkte? Ja, müssten dann genau 40 Punkte sein, oder? Jetzt haben wir 23. Ach so. Das heißt, mit 26 doch, drauf haben wir sogar über 40 Punkte. Haben sogar dann 49. Natürlich, ja, Mathe. Nee, wie gesagt, so würde ich sagen. Frank, dann hau du raus. Was denkst du, was passiert? Ich weiß es nicht. Hauptsache, wir sind über dem Strich. Und wenn wir am letzten Spieltag so ein Schicksalsspiel haben wie gegen Mainz vor 2-3 Jahren und wir ziehen da nicht den Schwanz ein, wenn wir führen und ziehen die Rübe ein und dann kommt der Ausgleich und dann kommt der Gegentor. Sondern wenn wir das im letzten Spiel halten, bin ich eigentlich schon froh. Ich kann vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben bei 1860 gespielt und ich schreibe da mal die Presseanfrage an, kommt. Dürfen wir kommen? Haben wir Sitzplätze? Haben wir Strom? Wir würden noch alles mitbringen. Und am Ende, so wie sich das gehört, bedankt man sich natürlich auch und sagt auch, Mensch, naja, es hat alles super geklappt. Danke, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt für Energie FM, für euch da draußen auf Sendung gehen zu dürfen. Und ich wünsche euch alles Gute. Und dann sagte der von 68, obwohl wir da verloren haben, das muss man gleich dazu sagen, weil da sagte dann der Pressesprecher von 68, sagte, also ich habe heute ein richtig gutes Drittligaspiel gesehen und ich glaube, dass beide Mannschaften im gesicherten Mittelfeld am Ende der Saison landen würden. Und da habe ich zu ihm gesagt, das unterschreibe ich sofort. Würde ich auch, hätte ich auch vor der Saison unterschrieben. Also ja, okay. Machen wir uns nichts vor. Da gehe ich. Auch schon nach den ersten beiden Siegen? Ja. Also man träumt natürlich. Natürlich habe ich mir ausgemalt in meinen Träumen, wie wir jetzt jeden wegrotzen. Ja, aber ja. Dass es nicht passiert, da müssen wir dann auch mal ehrlich sein. Das war vorherzusehen, dass du dann auch mal zwei Spiele hintereinander verlierst. Ja, richtig. Ne? Ganz normal. Ja, Frank, dann würde ich sagen, beenden war das. Fürs erste Mal nicht schlecht. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt 1 Stunde und 35 Minuten. Geredet. Krass. Ja. Und ihr hört das ja zum ersten Mal, aber wir machen das zweimal die Woche. Am Telefon. Das war jetzt ein normales Telefonat zwischen uns eigentlich. Genau, es war bloß ein normales Telefonat. Da kann ich mich nur bei denen bedanken, die vielleicht hier tatsächlich bis zum Ende zugehört haben. Und ja, bleibt eigentlich nichts hinzuzufügen. Wenn ihr immer noch zuhört, möchte ich sagen, schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir das vielleicht öfters machen sollen. Vielleicht alle vielleicht 2-3 Wochen. Eigene Themen. Eigene Themen, eigene Kategorien, das kenne ich von den anderen Podcasts, die haben halt immer so eine Kategorie. Vielleicht wollt ihr auch mal was sagen. Genau, also könnt ihr uns vielleicht, weiß nicht, vielleicht richten wir irgendwas ein, dass ihr uns Sprachnachrichten senden könnt, die wir dann hier beantworten. Vielleicht sollten wir es beim nächsten Mal live machen. Auf jeden Fall, Ideen immer her damit, immer her. Wir wollen ja auch mit euch interagieren. Wie gesagt, das ist ja ein Fan-Podcast von Fans für Fans. Und wir wollen es ähnlich wie bei unseren Live-Reportagen, wollen wir natürlich auch auf euch eingehen und hier einen kleinen Dialog zustande bringen, der dann natürlich zwangsweise von uns, von Energie FM, moderiert wird, aber wir wollen euch natürlich auch zu Wort gerne mitnehmen, kommen lassen und Frank, damit beende ich's und bedanke mich für diese 1,5 Stunden hier. Ja, das hat verdammt viel Spaß gemacht. Ja, oder? Ging eigentlich ganz fit. Also fürs erste Mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wie bei jedem Telefonat, wenn ich dann aufgelegt habe und ich schaue, wie lange wir Quatsch haben und meine Freundin verdreht dann schon die Augen. Also Conny, liebe Grüße und ich danke, dass du mein schönstes Hobby mir nicht versaust, sondern dass du sehr viel Verständnis dafür hast. Dann grüße ich meine Freundin Chiara auch an der Stelle, weil wenn wir in unserer Einraumwohnung in der großen Stadt nördlich von Berlin immer zusammen leben und sie dann sieht, der Frank ruft an, dann weiß ich, okay, eine Stunde. Jetzt gehe ich mit dem Hund erstmal Gassi. Nee, ja, wir haben keinen Hund. Nee, eine Stunde darfst du dann auf jeden Fall immer zuhören, zwangsweise, weil wie gesagt, Einraumwohnung, da hast du maximal das Bad, wo du dann deine Ruhe hast. Ja. Und ja, deswegen ist Chiara da, wie deine Freunde wahrscheinlich, ab und zu auch immer auf jeden Fall auf den neuesten Stand von unseren Meinungen.
Aber dafür haben wir jetzt das Format, dass wir uns hier mal in meinem Zimmer ausquatschen können. Leute, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Schreibt, kommentiert, teilt fleißig, teilt uns mit. Fandet das gut, fandet das scheiße, sollen wir es nochmal machen? Sollen wir es vielleicht komplett sein lassen? War eine total blöde Idee. Weiß man nicht, wie das die Leute annehmen. Frank, ich bedanke mich und ich hab zu danken. Auf Wiederhören. Macht's gut, ciao, ciao.